Chad Shelton ist ein 74 cm großes weißes Kleinkind. Als ein 11 Monate altes Baby unter mysteriösen Umständen stirbt, liefert die Autopsie nur wenige Hinweise. Aber der Pathologe bemerkt etwas Verdächtiges. Die Leber ist verbreitet gelb gefärbt, mit ersten Anzeichen von Gewebeabsterben, sehr ungewöhnlich für ein Kind. So etwas hat er noch nie gesehen. Die Gewebeproben schicken wir für weitere Tests ins Labor. Sally und Bruce Shelton sind seit 2 Jahren verheiratet und leben in Omaha, Nebraska im Mittleren Westen. Sally arbeitet in einer Versicherungsgesellschaft. Bruce ist Fernsehtechniker. Ihre Freizeit verbringen sie größtenteils mit ihrem 11 Monate alten Sohn Chad, den sie abgöttisch lieben. Sonntagmorgen am 10. September. Sally und Bruce haben an diesem Tag viel geplant, einkaufen gehen, verschiedene Besorgungen machen und die Teppiche in ihrem neuen Zuhause reinigen. Sie hatten gerade das Haus geputzt und wollten ein paar neue Möbel kaufen. Sie hatten ein bisschen Geld, aber sie wollten nicht alles auf einmal kaufen, ebenso wie jede junge Familie. An diesem Tag gingen sie in ein Möbelgeschäft, um neue Lampen zu kaufen und die Wohnung schick einzurichten. Nach dem Möbelkauf besuchen sie Sallys Schwester und schauen noch kurz bei einem Kindergeburtstag vorbei. Auf dem Nachhauseweg halten sie dann noch an einem mexikanischen Drive-In-Restaurant. Später in dieser Nacht wird der 11 Monate alte Chad krank. Er ist blass, apathisch und übergibt sich ständig. Das Baby zittert am ganzen Körper. Es wird sofort ins Emmanuel Medical Center gebracht. Die Krankenschwester Linda Dietrich hat Nachtdienst. Innerhalb weniger Stunden blutet Chad aus allen Körperöffnungen. Ich war sehr besorgt. Er sah so aus, als würde er vor meinen Augen sterben. Die Ärzte ordnen eine Reihe von Bluttests an. Chads Blutplättchenanzahl liegt bei 19.000, weit unter der Norm von 140.000. Und sein Blutzuckerspiegel bei 11, ein Anzeichen für schweres Leberversagen. Blood was coming out of the corner of his eyes. Aus seinen Augenrändern und seinem Mundwinkel drang Blut. In jeder Pore hatte sich Blut angesammelt, das aus seinem ganzen Körper sickerte. Es war schrecklich, etwas derartiges zu sehen. Trotz aller Tests können die Ärzte nichts finden. Blutplättchen sind kleine Zellen, die vor dem Verbluten schützen. Wenn sie so gering sind, können Menschen spontan aus jedem Körperbereich bluten. An was stirbt dieses Kind? Das macht einfach keinen Sinn. Früh am nächsten Morgen. Chad Sheltons Herzschlag sinkt auf 46 Schläge pro Minute. Dann sogar noch tiefer. Ärzte und Krankenschwestern versuchen fieberhaft, ihn wieder zu beleben. 48 Stunden nach der Einlieferung ins Krankenhaus stirbt Chad. Nur wenige Stunden später wird ein weiterer Patient mit denselben Symptomen zur Notaufnahme gebracht. Mit extremen inneren Blutungen und bereits im Koma. Diesmal ist es ein 25-jähriger Fernfahrer. Irgendetwas hier läuft total schief. Das sind eigentlich zwei gesunde Menschen. Und nun haben wir ein kleines totes Baby und einen 25-jährigen Mann, der im Sterben liegt. Und wir wissen nicht, was mit ihnen los ist. Was immer Chad Shelton getötet hat, die Ärzte befürchten nun, dass es sich ausbreitet. Der 25-jährige Dwayne Johnson war dabei, sein Haus zu streichen, als er sich plötzlich unwohl fühlt. Er bekommt Kopfschmerzen und Muskelschmerzen. Fast zeitgleich setzen Schüttelfrost, Durchfall und starkes Erbrechen ein. Und Dwayne Johnson blutet stark aus der Nase. Er wird mit dem Krankenwagen zum Emmanuel Medical Center gebracht. Das gleiche Krankenhaus, das Chad Shelton behandelt hat. Als Johnson eingeliefert wird, liegt er im Koma. Blut sickert aus seinen Augen, seiner Nase und seinen Ohren. Und wie bei Chad Shelton ist seine Blutplättchenanzahl extrem niedrig.
Er war sehr krank, er blutete innerlich an mehreren Stellen und wahrscheinlich sickerte das Blut in viele innere Organe. Seine rechte Pupille ist starr und erweitert, die linke ist ein winziger Punkt. Anzeichen für eine Blutung in seiner linken Gehirnhälfte. Der Körper ist zu keiner Bewegung fähig und reagiert nicht auf Schmerzreize. Dr. Fiegler stellt eine Prognose. Der Patient befindet sich in einem neurologischen Zustand, aus dem er nicht mehr herausgeholt werden kann. Die Aussichten sind schrecklich. Ein paar Stunden später stirbt Dwayne Johnson. Linda Dietrich, die Krankenschwester von Chet Shelton, entdeckt einen beunruhigenden Zufall. Dwayne Johnson war Chet Sheltons Onkel. Mein Gott, was passiert hier? Woran sterben diese Menschen? Ist das eine ansteckende Krankheit? Ist das ein Virus, den wir noch nicht kennen? Werden sich noch andere Leute anstecken? Schon bald gibt es weitere Fälle. Chets Eltern, Bruce und Sally, entwickeln teilweise ähnliche Symptome. Auch Dwayne Johnsons Tochter Sherry wird plötzlich krank. Gesundheitsbeamte werden zu einer Dringlichkeitssitzung einberufen, um die Ursache dieses mysteriösen Ausbruchs herauszufinden. Auch das Zentrum für Gesundheitsvorsorge in Atlanta, Georgia, wird hinzugezogen. Die Untersuchung wird der erfahrenen Toxikologin Dr. Renate Kimbrough übertragen. Aus den Autopsieberichten weiß sie bereits, dass das, was diese zwei Personen tötete, keine Spur hinterlässt. Es greift nur die Leber an. Die Personen wurden sehr schnell krank. Es passte zu keiner ansteckenden Krankheit, die ich kannte. Die Personen hatten zum Beispiel kein Fieber. Wenn eine ansteckende Krankheit so schnell ausbricht, hat man normalerweise Fieber, oft sehr hohes Fieber. Aber diese Leute hatten das nicht. Die Gesundheitsbeamten suchen verzweifelt nach Hinweisen. Ist es etwas in dem Reinigungsmittel, das Chets Eltern für den Teppich benutzt haben? Oder das mexikanische Essen aus dem Drive-In-Restaurant? Chets Mutter sagt, dass die Tacos nicht in Ordnung waren. Dwayne Johnson hat sein Haus gestrichen, kurz bevor er starb. Ist es irgendetwas in der Farbe? Während ihrer Ermittlungen fanden die Beamten heraus, dass Chet Shelton und Dwayne Johnson das letzte Mal bei einem Familientreffen zusammen waren in Dwayne Johnsons Haus, etwa eine Woche bevor sie starben. Die anderen Familienmitglieder, die Symptome entwickelten, waren ebenfalls da. Natürlich haben wir alle möglichen Proben genommen, Wasserproben, sogar Proben von Isolierstoffen, der Erde im Garten und natürlich der Farbe. Jedes Lebensmittel im Haus wurde überprüft, alles, was die Krankheit in dieser Familie verursacht haben könnte. An der Klimaanlage finden. Sie finden auch heraus, dass beim Familientreffen Limonade serviert wurde. Jeder, der Limonade trank, wurde krank. Die drei, die sie nicht tranken, bleiben gesund. Leider ist keine Limonade übrig geblieben und der Plastikcontainer ist bereits ausgewaschen. Im Labor des Zentrums für Gesundheitsvorsorge analysieren Wissenschaftler die Feuerwerkskörper und entdecken darin gelben Phosphor. In großen Mengen kann Phosphor giftig sein, aber diese Menge ist zu gering. In den leeren Limonadencontainer füllen sie eine Zitronensäurelösung in der Hoffnung, Spurenelemente aus dem Plastik zu extrahieren. Aber der Versuch misslingt. Die Tests des Hahnwassers, der Limonade und des Zuckers in der Limonade sind ebenfalls alle negativ. Und die Erde vor Dwayne Johnsons Haus enthält auch nicht den vermuteten durch Vogelkot verursachten Pilz. Dwaynes Tochter Sherry Johnson überlebt die mysteriöse Krankheit dank einer raschen Bluttransfusion. Aber sie erleidet einen ernsthaften Leberschaden. Als Dr. Kimbrough ihre Untersuchung fortsetzt, ist sie verblüfft. Einen solchen Schaden an einer menschlichen Leber hat sie noch nie zuvor gesehen. Aber als sie in einem Pathologiefachbuch nachschaut, fällt ihr eine Fotografie auf, die überraschend Ähnliches zeigt. Es ist das Lebergewebe einer Person, die durch ein krebsverursachendes Mittel vergiftet wurde. Dimethylnitrosamin oder DMN.
Dimethylnitrosamin ist ein krebsverursachendes Mittel, das man Tieren in der Krebsforschung verabreicht. Es ist wasserlöslich, hochgiftig und es greift nur die Leber an. Außerdem hinterlässt es keine Spuren bei einer Autopsie. Professor Gerold Kauert ist einer der führenden Toxikologen in Deutschland. Bei Hunderttausenden von Giften stellen die Nitrosamine eine besondere Gefahr für Menschen und Tiere dar. Nitrosaminverbindungen wirken auf den Körper, indem sie die DNA schädigen und insoweit schwere Gewebeschäden hervorrufen können. Insbesondere die Leber ist hiervon betroffen, die Parenchyme der Leber werden zerstört. Bei den Experimenten mit Nitrosaminen wurde schnell klar, dass sie bei unvorsichtigem oder mutwilligem Gebrauch ein hohes Gesundheitsrisiko darstellen. Es hat sich herausgestellt vor vielen Jahren schon, dass es ein sehr starkes Krebsgift ist. Deswegen wurde es auch aus dem Verkehr gezogen und ist heute als Chemikalie für den Laien nicht erhältlich. Nun vermuten die Wissenschaftler, dass es sich um ein Verbrechen handelt. Die Polizei sucht nach jemandem, der in einer Krebsforschungseinrichtung arbeitet und die Familie kennt. Möglicherweise wurden Chet und Duane ermordet. Die Polizei nimmt an, dass das Gift in der Limonade war, denn es ist wasserlöslich. Jeder, der an diesem Tag Limonade getrunken hat, wurde entweder krank oder starb. Aber es gibt keinen Beweis. Lieutenant Bud Burchett leitet die Mordkommission von Omaha. In der Zeitung liest er von den Todesfällen und der medizinischen Untersuchung. Und auch ihm kommt das bald verdächtig vor. So etwas passiert nicht einfach so. Wir haben uns das also genauer angesehen. Burchett befragt die hinterbliebenen Familienmitglieder. Auch Duane Johnsons Frau Sandy. Er fragt, ob möglicherweise jemand Zorn auf die Familie oder einzelne ihrer Mitglieder haben könnte. Sie alle sagen nein. Routinemäßig sucht Burchett in den Daten der Polizei und als er den Namen Duane Johnson eingibt, findet er etwas Überraschendes. Als Duane und Sandy Johnson gerade verheiratet waren, gab es eine Auseinandersetzung mit Sandys früherem Freund. Ist dieser Mann der Mörder? Auf der Suche nach dem Mörder von Chet Shelton und Duane Johnson erfährt Lieutenant Bud Burchett von einem Vorfall, der schon 3 Jahre zurückliegt. Kurz nachdem Duane und Sandy Johnson geheiratet haben, kommt es vor ihrem Haus zu einer Auseinandersetzung. Sandys früherer Freund taucht auf. Er schießt auf Sandys Bruder und verletzt ihn an der Schulter. Einen weiteren Schuss feuert er durch das Fenster. Und schließlich kann Sandy ihn davon abhalten, noch mehr Unheil anzurichten. Und der Angreifer verlässt den Tatort. Der Mann heißt Stephen Roy Harper. Er hatte Sandy in der Oberstufe kennengelernt. Harper war ein ausgezeichneter Schüler. Er war ein ruhiger Einzelgänger, der Tiermediziner werden wollte. Sandy war Harpers erste Freundin. Mädchen gegenüber war er sehr schüchtern. Als Kind hatte er sich in einem Hausbrand ernsthaft verletzt, was Narben hinterlassen hat, sowohl körperliche als auch seelische. Nach dem Angriff wurde Harper verhaftet und zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Aber Lieutenant Burchett entdeckt, dass Harper von dieser Strafe nur 1 Jahr verbüßt hat. Nachdem Harper aus dem Gefängnis entlassen wurde, nahm er einen Job als Labortechniker an, im Epley-Krebsinstitut. Die Polizei erhält einen Durchsuchungsbefehl für Harpers Haus. Im Haus findet sie leere Ampullen und ein Lehrbuch über die organische Chemie sowie handschriftliche Notizen. In der Garage finden sie Beweise für Tierversuche. Als wir die Rattenkäfige in der Garage fanden, wussten wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Es sah so aus, als ob der Junge mit diesem Gift Tierversuche durchgeführt hat, um zu sehen, was passiert, wenn man es Menschen verabreicht. Ein Tierarzt teilt der Polizei mit,
dass er einen Monat vor Dwayne Johnsons und Chet Sheltons Tod Stephen Harpers Hund und Katze behandelt hat. Beide hatten unerklärliche Blutungen und starben. Ich fand Blut im Urin und in den Eingeweiden und auch im weißen Bereich der Augen. Die Polizei hat nun eine Menge Indizien, aber sie hat keinen Beweis, dass Stephen Harper der Giftmörder ist. Wer immer der Mörder ist, er wusste genau, wie DMN wirkt und wie schwierig es ist, das Gift nachzuweisen. DMN ist heute grundsätzlich nachweisbar, aber es zerfällt im Körper sehr schnell, sodass man auch sehr schnell eine Analyse durchführen müsste. Wenn es verstoffwechselt ist, kann man es praktisch nicht mehr nachweisen. Das Gift wurde schon eine Woche vor dem Tod eingenommen. Weil es der Körper aber schon abgebaut hat, gibt es keine Mordwaffe. Die Universität von Kalifornien. Hier führt der Krebsforscher Ronald Schenk Tierversuche durch. Er untersucht, wie krebsverursachende Mittel, zum Beispiel DMN, die DNA verändern. Dimethylnitrosamin greift die DNA der Leberzellen an und hinterlässt eine chemische Spur an der DNA. Diese Spur führt zu einer Veränderung, die den Krebsentstehungsprozess einleitet. Dann stimmt Dr. Ronald Schenk einem Experiment zu, das er noch nie zuvor ausgeführt hat. Nämlich ein Experiment an menschlichen Organen. Die Toxikologin Renate Kimbrough schickt ihm 8 kodierte Leberproben und Nierengewebe, um einen blinden Test durchzuführen. Eine der Proben ist von Dwayne Johnson, doch Dr. Schenk weiß nicht welche. Die Gewebeproben legt er zunächst in Natriumphosphat ein. Dann gibt er sie zerkleinert in eine Flüssigkeit. Die DNA spaltet sich ab und sammelt sich auf dem Grund des Fläschchens. In diesen winzigen Zellen ist der genetische Bauplan für menschliches Leben. Durch ein Verfahren zur Trennung chemisch verwandter Stoffe spalten sich die Bestandteile der DNA ab. Ein Computer veranschaulicht das auf einer Grafik. DNA from 7 of the 8. 7 der 8 DNA-Leberproben waren völlig normal. Nur die DNA einer Leber wies 2 zusätzliche Höchstwerte auf. Diese Höchstwerte waren identisch mit denen, die man bei Personen finden würde, wenn sie Dimethylnitrosamin ausgesetzt gewesen wären. Die Leberprobe gehörte zu Dwayne Johnson. Das haben Schenk und Kimbrough geleistet. Sie bewiesen, dass DMN im Spiel war. Jegliche andere bekannte Substanz auf der Erde war damit ausgeschlossen. Die Wissenschaft liefert die Mordwaffe und Harper selbst jede Menge weitere Anhaltspunkte. Als Stephen Harper auf die Familie Johnson schoss, war er besessen von Eifersucht und Wut über Sandy Johnsons Zurückweisung. Im Gefängnis setzte Harper sein seltsames Verhalten fort. Er schickte Sandy Bilder, die sie als Hexe darstellen. Sandy kann nicht glauben, dass ihr ehemaliger Freund fähig ist zu morden. Ihre ungewöhnliche Beziehung beschreibt der Autor Thomas Gillen in seinem Buch Toxic Love, giftige Liebe. Sie hat ihren ehemaligen Freund Stephen Harper als friedliche und sehr liebevolle Person beschrieben, als einen sehr guten Partner. Er neige nicht zur Gewalt. Das war ihr Bild von ihm. Sehr rätselhaft und verwirrend. Warum hat sie es getan? Ich weiß es nicht. Nach dem Gefängnis bekam Harper eine Stelle im Epley-Krebs-Institut. Er veröffentlichte Forschungsberichte. Genau hier erfuhr Harper zum ersten Mal von dem tödlichen DMN. An dem schwarzen Brett der Firma hing ein Zeitungsartikel. Darin stand, dass ein deutscher Chemiker seine Frau mit DMN in der Marmelade getötet hatte. Ein Familientreffen. Dwayne hat das Haus gestrichen und löscht seinen Durst mit 2 großen Gläsern Limonade. Der 11 Monate alte Chet trinkt etwas Limonade aus seinem Becher. Sandys Eltern trinken keine Limonade, sondern Kaffee. Ironischerweise trinkt das vermutliche Ziel des Anschlags, nämlich Sandy, keine Limonade.
Duane stirbt, weil er zwei volle Gläser Limonade zu sich genommen hat. Viel mehr als die anderen. Und Chet ist einfach zu klein, um gegen das Gift anzukommen. Stephen Harper wird verhaftet und wegen Mordes in zwei Fällen und Mordversuch in drei weiteren Fällen angeklagt. Er wird zum Tode auf dem elektrischen Stuhl verurteilt, doch noch vor der Vollstreckung der Strafe begeht er Selbstmord in seiner Zelle. Duanes Tochter Sherry Johnson war 2 Jahre alt, als sie das Gift zu sich nahm. Sie hat zwar durch eine Bluttransfusion überlebt, doch sie leidet noch heute unter chronischen Leberproblemen. Bruce Shelton wirft der Tod seines Sohnes Chet völlig aus der Bahn. Er fürchtet zudem, dass er wegen des DMN-Giftes Krebs bekommen könnte. Er verliert seine Arbeit und wird alkoholkrank. Mit 38 Jahren stirbt er und wird neben seinem Sohn begraben. Seine Frau Sally hat zwar wieder geheiratet, doch die Angst vor möglichen Spätwirkungen von DMN ist geblieben. Selbst wenn den Wissenschaftlern das Gift heute wesentlich besser bekannt ist. In der heutigen Zeit kann man DMN mithilfe von Spezialtechniken wie der Massenspektrometrie problemlos nachweisen. Sie im menschlichen Körper nachzuweisen bedeutet, dass die chemische Zersetzung nicht stattgefunden haben darf. Aber auch wenn die Zersetzung stattgefunden hat, kann man entsprechende Spaltprodukte auch noch analytisch nachweisen. Ohne wissenschaftliche Beweise wäre der Fall Stephen Harper nie gelöst worden. Ist im nächsten Fall ebenfalls Gift im Spiel? Als Bobby Curley mit unerträglichen Schmerzen und Wahnvorstellungen ins Krankenhaus gebracht wird, können die Ärzte die Ursache seiner Beschwerden nicht feststellen. Sein Zustand verschlechtert sich zusehends und das Medikament, das man ihm verabreicht, erfüllt nicht seinen Zweck, sondern bringt ihm sogar den Tod. Bobby Curley war ein junger Mann von 32 Jahren, der stets ein Lächeln im Gesicht trug. Er heiratete die junge Witwe Joanne Chopek, die eine 4-jährige Tochter hat. Nach dem Tod von Joannes erstem Ehemann durch einen Autounfall sind Bobby und Joanne 1 Jahr lang schon miteinander befreundet gewesen. They had a beautiful wedding. Sie hatten eine wunderschöne Hochzeit. Bob war auch bereit zu heiraten und eine Familie zu gründen. Er sagte zu mir, dass er sie wirklich liebte und ich freute mich für ihn. Das Paar zieht in Joannes Wohnung in eine ruhige Straße des Örtchens Wilkes Barre in Pennsylvania. Bobby arbeitet als Elektriker bei der Morgan-Gesellschaft. Gerade wurde ihm ein großer Auftrag in der örtlichen Chemiefirma übertragen. Bevor wir dahin gegangen sind, hatte man uns mitgeteilt, dass die Labore ausgeräumt sein sollten und leer stünden. Nun, als wir ins Labor reingingen, fanden wir dort allerhand Fläschchen mit Chemikalien, die verschüttet waren, und noch andere Materialien. Und ich dachte schon, dass das gefährlich sein könnte. 3 Monate nach Beginn des Projekts wird Bobby krank. Sein Bruder bemerkt eines Abends, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Schon nach einem Bier wollte er nach Hause. Er sagte, dass er sich nicht wohlfühle. Seine Füße brannten und schmerzten aus irgendeinem Grund. Er konnte nicht gut gehen. Aber ich wusste nicht, was er hatte. Wir arbeiteten auf der 3. Etage und als er am Nachmittag hochkam, hatte er ein knallrotes Gesicht und schwitzte. Er sah gar nicht gut aus. Wir arbeiteten im Labor und ich fragte, was ist los mit dir? Und er sagte, ich weiß es nicht, ich bin völlig außer Atem. Ich fühle mich einfach nicht gut. Bobby klagt auch über Taubheit in seinen Händen und Schmerzen an seinen Füßen. Im Krankenhaus diagnostizieren die Ärzte das Guillain-Barré-Syndrom. Eine seltene Krankheit, die sich durch Taubheit und Schwäche in den Gliedern ausdrückt. Sie kann zwar gefährlich werden, doch die meisten Patienten werden wieder gesund. Curley teilt sein Krankenzimmer mit Richard Bonin. Ich kann mich daran erinnern, wie die Krankenschwester einmal die Bettdecke über ihn zog und seine Haut damit berührte. Bobby wollte, dass die Bettdecke sofort entfernt wird, weil sie bei ihm Schmerzen verursachte. Er hatte einfach irrsinnige Schmerzen, so dass er niemanden sehen wollte, nicht einmal seine Familie. So sehr hat er gelitten.
Bobbys Zustand verbessert sich nach und nach und er wird sogar aus dem Krankenhaus entlassen. Aber die Schmerzen kommen wieder und diesmal sogar noch stärker als zuvor. Er konnte nicht einmal aufstehen, um ins Badezimmer zu gehen. Meine Schwester und ich mussten ihn hintragen. Dann schaute er mich an und sagte, Sue, bitte ruf einen Krankenwagen. Er wusste, dass er richtig krank war. Diesmal bringt man Curly in ein anderes Krankenhaus, etwa 160 Kilometer entfernt. Als er dort ankommt, hat er Wahnvorstellungen, sodass er sogar festgeschnallt werden muss. Ich dachte, dass er irgendwann wieder gesund werden würde. Aber es ging ihm immer schlechter. Er konnte nicht sitzen, nicht liegen und überhaupt nichts mehr tun. Alles störte ihn. Die Ärzte hier vermuten, dass er etwas Gefährlicheres hat als das Guillain-Barré-Syndrom. Die dramatische Änderung seines Zustands macht uns misstrauisch, denn das tritt beim Guillain-Barré-Syndrom nicht auf. Es kommt innerhalb von wenigen Tagen und dann wird man schnell wieder gesund. Doch hier zog es sich in die Länge. Es konnte nicht das Guillain-Barré-Syndrom sein. Obwohl Curlys Bluttests alle normal sind, hat Dr. Donovan einen Verdacht. Und wenn er recht hat, dann liegt Bobby Curly im Sterben. Er bemerkt etwas, was vorher übersehen wurde. Bobbys Haare fallen aus. Zusammen mit der Schwäche, der Taubheit in den Gliedern und den starken Schmerzen und Brennen an seinen Fußsohlen diagnostizieren die Ärzte eine Arsen- oder Thalliumvergiftung. Thallium ist ein klassisches Metallgift. Es ähnelt toxikologisch anderen Metallgiften wie dem Arsen oder auch dem Blei und führt zu klassischen Vergiftungssymptomen. Ganz charakteristisch bei der Thalliumvergiftung ist der etwa nach 2 bis 3 Wochen eintretende Haarausfall. Und zwar nicht einzelne Haare, sondern büschelweise. Ein spezieller Urintest bestätigt den tödlichen Verdacht. Thallium kann sich über Monate im Körper aufbauen, bevor es seine Wirkung zeigt. Ein Gegengift gibt es nicht. Mein erster Gedanke war, ob ich diesen Patienten retten könnte. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich in diesen Fall einbezogen wurde und die Diagnose schon feststand, gab es nicht mehr viel zu tun. Und ich erinnere mich, wie er auf seine Diplome und Auszeichnungen an den Wänden zeigte und meinte, das alles kann deinem Bruder nicht helfen. Er sagte, dass wir nichts mehr tun können. Dein Bruder wird sterben. Am 26. Oktober fällt Bobby Curly ins Koma. Als es keine Anzeichen mehr für Gehirnaktivitäten gibt, wird die künstliche Beatmung abgeschaltet. Wir verabschiedeten uns alle von Bobby und gingen. Ich konnte Bobby nicht sterben sehen. Es war nicht einfach. Ich sprach mit ihm. Wer weiß, vielleicht hat er mich gehört. Wir wissen es nicht. Es war eine schlimme Zeit. Die Autopsie bestätigt, dass Curly an einer Thalliumvergiftung starb. Höchstwahrscheinlich einer sehr großen Dosis. Doch woher stammte das Gift? Die Abteilung für Sicherheit am Arbeitsplatz des Arbeitsministeriums versucht nun festzustellen, ob Curly während der Arbeit im Chemielabor mit Thallium in Berührung gekommen ist. Sein Kollege glaubt, dass die Arbeit nicht ungefährlich war. In einem Labor habe ich ein Wischtuch gefunden, auf dem stand Thallium-Wischtuch, berühre mich und stirb. Und ich erinnere mich, dass Bobby zu diesem Zeitpunkt schon krank war. Er hat uns gewarnt, mich, Joey und die anderen, bloß nicht in einen bestimmten Raum zu gehen, weil da das Gift Thallium war. Also gingen wir nicht rein. Ein Sprecher der Chemiefirma streitet ab, dass es im Labor Lappen mit Thalliumrückständen gab. Er gibt jedoch zu, dass sich im Lager 5 Flaschen mit Thallium befanden. Man kann Thallium einnehmen, über die Haut aufnehmen und einatmen. In allen 3 Fällen ist man einer Vergiftung ausgesetzt. Um herauszufinden, ob Thallium aus Versehen von den Arbeitern im Labor aufgenommen wurde, nimmt die Gesundheitsbeamtin Susan Shovlin Luft-, Staub- und Schmutzproben jeder Art rund um Curlys Arbeitsplatz. Joanne Curly erzählt den Untersuchungsbeamten auch, dass ihr Mann ein paar Schränke aus dem Labor mitgebracht hat, die nicht mehr gebraucht wurden. Auch die Schränke werden auf Thallium untersucht. Aber alle Ergebnisse sind negativ.
Und bei keinem der anderen Elektriker, die gemeinsam mit Bobby Curley im Chemielabor gearbeitet haben, finden die Ärzte Thallium im Körper. Auch Joanne Curley macht einen Thallium-Test. Und sowohl sie als auch ihre vierjährige Tochter Angela haben Thallium im Körper. Es war nicht genug, um Symptome hervorzurufen. Wir mussten es auch nicht behandeln. Aber es zeigt, dass beide einer ungewöhnlichen Menge von Thallium ausgesetzt waren. Daraufhin untersuchen die Ermittler der Gesundheitsbehörde das Haus der Curleys. Und sie finden Thalliumrückstände in zwei Thermosflaschen, die Bobby jeden Tag zur Arbeit mitnahm. Darin war normalerweise Eistee. Ich wusste nicht, wer das Thallium in die Thermoskannen geschüttet hat. Aber ich wusste, dass es jemand getan hat. Und das hat seinen Tod verursacht. Und wenn jemand den Tod eines anderen verursacht, dann ist das Mord. Wer könnte ein Interesse an Bobby Curleys Tod haben? Wer hat seinen langen, qualvollen Mord auf Raten auf dem Gewissen? Als die Polizei Spuren des Giftes Thallium in Bobby Curleys Thermosflasche findet, befragt sie seine Arbeitskollegen. Sie haben mich gefragt, wie gut er mit den anderen Jungs ausgekommen ist oder ob es irgendwelche Streitigkeiten gab und so weiter. Bobby Curley war erst 32 Jahre alt, als er für den Auftrag im Chemielabor zum Vorarbeiter ernannt wurde. Mit seiner Beförderung wurden ältere und erfahrenere Elektriker übergangen. War vielleicht Neid das Tatmotiv? Die Untersuchungsbeamten finden auch heraus, dass Curley manchmal das Opfer von schlechten Scherzen war. Seine Kollegen haben hin und wieder aus Spaß Gewürze in sein Essen gemischt. Curley war einer von denen, mit denen man seine Späße machen konnte. Scharfer Pfeffer im Kautabak oder sowas in der Art. Und wir haben angenommen, dass jemand vielleicht unbeabsichtigt Thallium in seinen Eistee geschüttet hat, weil er es für Valium gehalten hat, nur um herauszufinden, wie es bei ihm wirkt. Curley selbst machte bei solchen Streichen auch mit. Er hat zum Beispiel kleine Löcher in Abflussrohre gebohrt, die Installateure gerade angebracht hatten. Ich habe auch schon vorher mit diesen Jungs gearbeitet, aber sie würden keine Streiche mit Chemikalien spielen. Wir haben kleine Spielchen gespielt wie Werkzeuge verstecken und so weiter. Aber wir würden uns nicht am Essen vergreifen oder sowas. Sie waren aufgeschmissen. Die Ermittler standen in einer Sackgasse, denn es machte einfach keinen Sinn, dass Arbeitskollegen versuchen sollten, Bob zu töten. Keiner der Arbeiter hatte ein Motiv. Bob war ihr Vorarbeiter, sie arbeiteten für ihn. Und das Verhältnis zwischen Bob und seinen Kollegen war im Großen und Ganzen positiv. Sie akzeptierten ihn als einen sehr guten Elektriker und vor allem als einen guten Vorgesetzten. Dieses Puzzlestück passte hier einfach nicht. Also brauchten wir hier nicht mehr weiter zu suchen. Wir mussten in eine andere Richtung schauen. Als die Ermittler die Thermosflaschen in Curleys Haus näher untersuchen, finden sie Thalliumrückstände, auch an einer kleinen Flasche, die Bobby nie mit zur Arbeit nahm. Seine Frau Joanne erinnert sich, dass ihr Mann einmal eine Thermosflasche von der Arbeit mitbrachte, in der noch ein Rest Eistee war. Also füllte sie diesen Rest in die kleine Thermosflasche um. Joanne sagt, dass sie und ihre Tochter möglicherweise später von diesem Eistee getrunken haben könnten. Das würde zumindest erklären, warum auch in ihren Organismen Thallium gefunden wurde. Nur erklärt es nicht, wer das Gift in die Thermoskanne getan hat. Oder vielleicht doch? Die Eltern und Geschwister von Bobby Curley äußern der Polizei gegenüber einen Verdacht. Sie erklären, dass die Ehe zwischen Bobby und Joanne nicht so glücklich war, wie es in den ersten Monaten schien. Sie halten es sogar für möglich, dass Joanne etwas mit dem Tod ihres Mannes zu tun haben könnte. Daraufhin ordnet der Bezirksstaatsanwalt an, Curleys Körper zu exhumieren, um eine zweite Autopsie vorzunehmen. Der rechtsmedizinische Toxikologe Dr. Frederick Readers war insbesondere daran interessiert, Bobby Curleys Haare zu untersuchen. Wenn eine Substanz wie Thallium im Blutkreislauf zirkuliert, dann bleiben winzige Rückstände davon an der Haarwurzel haften. Thallium bleibt sogar dann noch am Haarstamm zurück, wenn das Haar herauswächst.
Ein Haar wächst im Monat durchschnittlich 1,3 cm. Das bedeutet, dass eine Haarsträhne eine medizinische Vergangenheit von 6 Monaten oder mehr aufweisen kann. Aus dieser biologischen Tatsache können Toxikologen wie Professor Gerold Kauert exakte Aussagen ableiten. Die Haaranalyse auf Gifte bietet auch die Möglichkeit, Zeitprofile von Giftaufnahmen zu erstellen, indem man Haarsegmente hintereinander untersucht und jeweilige Messwerte aufträgt und dann zum Beispiel feststellen kann, ob vor 3 oder 5 Monaten eine intensive Giftaufnahme stattgefunden hat. Ein solches Zeitprofil wird nun mit Curlys Haaren aufgestellt. Das Ergebnis dieser segmentalen Analyse von Haarproben ist alarmierend. Bobby Curly war dem Gift Thallium ausgesetzt, schon lange bevor er im Chemielabor arbeitete. Die Ergebnisse werden auf dieser Grafik aufgezeichnet. Curly erhielt schon 2 Monate nach seiner Hochzeit eine kleine Dosis Thallium, also ein Jahr vor seinem Tod. Gerichtsmedizinische Tests liefern der Polizei bald sogar noch erschreckendere Anhaltspunkte. Es stellt sich heraus, dass Bobby eine sehr hohe Dosis an Thallium sogar noch während seines Krankenhausaufenthaltes aufgenommen hat. Eine große Menge fand man in Bobbys Gedärmen. Er bekam eine sehr hohe Dosis kurz vor seinem Tod. Die Konzentration in seinen Gedärmen war 1000-mal höher als die Konzentration in seinem Blut und im restlichen Gewebe. Die Untersuchungsbeamten schlossen daraufhin zunächst alle Personen als mögliche Täter aus, die während der Vergiftungsphase keinen Kontakt zu Bobby Curly hatten. Das war eine Untersuchung des logischen Ausschlusses und zum Schluss blieb nur eine Person übrig, die es gewesen sein musste, und das war Joanne. Die Fakten liegen auf dem Tisch. Das Motiv ist allerdings noch unklar. Ich glaube, am Anfang war Bob sehr glücklich. Aber dann, nur wenige Monate nach der Hochzeit, war ich mir nicht mehr ganz sicher. Bob machte Bemerkungen, die so klangen, als ob er es bereute, geheiratet zu haben. Sie hatten wirklich nicht viel gemeinsam. Er war eher ein ruhiger Typ und sie hat es schon mal krachen lassen. Sie waren beide sehr eigensinnig und jeder wollte seinen Willen durchsetzen. Bestimmte Gespräche deuteten darauf hin, dass die Dinge nicht so liefen, wie sie sollten. Bei ihnen herrschte nicht die eheliche Glückseligkeit vor, wie viele ursprünglich annahmen. Die Polizei findet heraus, dass Bobby kurz nach der Hochzeit Joanne zur einzigen Begünstigten seiner Lebensversicherung macht. Wert $300.000. Gerichtsmedizinische Tests ergeben, dass die Vergiftung ungefähr 2 Monate nach der Hochzeit begann. Das war ein Schock. Ich konnte es nicht glauben, als ob sie es vom ersten Tag an geplant hätte. Sie fing damit an, als der Vertrag, der sie zur alleinigen Begünstigten machte, unterschrieben war. Die Familie erinnert sich an das merkwürdige Verhalten von Joanne. Keiner von uns konnte in das Sterbezimmer gehen und miterleben, wie das Beatmungsgerät abgeschaltet wurde. Nur Joanne. Sie wollte im Zimmer bleiben und Bob sterben sehen. Auch auf Bobbys Beerdigung war Joanne nicht die trauernde Witwe. Joanne hat keine einzige Träne vergossen. Als meine Mutter weinte, drehte Joanne sich zu ihr um und befahl ihr, ruhig zu sein. Joanne Curly wird am 12. Dezember verhaftet und wegen Mordes angeklagt. Angesichts der überwältigenden gerichtsmedizinischen Beweise bekennt sie sich schuldig. Ein sogenannter Plea-Bargain-Handel im amerikanischen Strafrecht ermöglicht bei Schuldeingeständnis ein deutlich geringeres Urteil. So entgeht Joanne Curly der möglichen Todesstrafe. Bei der Urteilsverkündung gibt Joanne dann öffentlich zu, dass sie ihren Ehemann systematisch vergiftet hat. Heute hat Joanne Curly den Mord gestanden. Heute hat sie aufgegeben. In öffentlicher Verhandlung und unter Eid hat Joanne Curly zugegeben, ihren Ehemann über eine längere Periode vergiftet zu haben.
Sie gab öffentlich zu, wie und wann sie es getan hat und welches Gift sie benutzt hat. Mehr als ein Dutzend Mal hat Joanne Thallium in den Eistee ihres Ehemannes gegeben. Ihr Geständnis stimmt fast vollkommen mit dem Zeitmaßstab von Dr. Readers überein. Über die Parallelen zu ihrem Bekenntnis war ich offen gesagt erstaunt. Ich war gewiss nicht stolz oder erfreut darüber, ich war nur sehr verblüfft. Als sie gefragt wurde, warum sie es getan hat, sagte sie, ich habe ihn wegen des Geldes getötet. Joanne sagt aus, dass sie Rattengift benutzt hat, das sie im Keller ihrer Großmutter gefunden hatte. In dem Rattengift befindet sich das tödliche Thallium. Zuerst gibt sie nur eine geringe Menge in den Eistee ihres Mannes. Später jedoch erhöht sie die Dosis, weil sie befürchtet, dass das Gift nicht wirken könnte. Okay, here's your tea. Thanks, son. Good day. You too. Schließlich beendet Joanne ihre Tat im Krankenhaus. Sie gibt ihrem Mann die letzte tödliche Dosis Gift, eine extrem hohe Dosis Thallium. Sie mischt es wiederum in den Eistee, den sie ihrem Mann mitgebracht hat. Sie gibt es ihm, als er schon im Sterben liegt. Es ist unglaublich, dass man nach 2 Monaten Ehe anfängt, seinen Mann zu töten. Und was mich wirklich sehr gequält hat, ist, dass er sogar noch im Krankenhaus eine Dosis Gift bekommen hat. Denn an diesem Tag war ich auch da und ich saß neben Joanne. Ihre Handtasche war genau zwischen uns. Im Nachhinein zu erfahren, dass das Thallium in ihrer Tasche war, hat mich wirklich sehr gequält. Tests enthüllen, dass Joanne und ihre Tochter erst nach Bobbys Tod eine sehr geringe Menge an Thallium aufgenommen haben. Joanne hat das Gift möglicherweise absichtlich genommen und auch ihrer Tochter eine kleine Menge davon gegeben, um die Polizei von ihrem Verdacht gegen sie abzubringen. Sie streitet das aber ab. Dass zur selben Zeit, als sie ihren Mann vergiftet, dasselbe Gift an seinem Arbeitsplatz zu finden war, ist ein Zufall, der sie fast ungeschoren davonkommen ließ. Erst die wissenschaftlich exakt erstellte Zeittafel hat den fast perfekten Mord mit diesem tödlichen Gift aufgedeckt. Thallium als Rattengift ist heute auf dem Markt nicht mehr verfügbar. Welche Zwecke es in der Industrie sonst noch erfüllt, ist mir im Augenblick nicht bekannt. Aber der Laie kommt, weil es nicht mehr vertrieben wird, nicht an diese Gifte heran. Joanne Curley wird zu einer Haftstrafe von 20 Jahren verurteilt. Ich werde Joanne nie verzeihen, was sie Bob angetan hat. Ihn so sterben zu sehen, brach mir das Herz. Und das hätte ich auch für jeden anderen empfunden. Niemand verdient es, so zu sterben. Als die Nachtschicht zu Ende ist, findet Robert Sims seine Frau Paula bewusstlos auf dem Küchenboden liegen. Robert rennt ins Schlafzimmer und ist erleichtert, als er seinen 2-jährigen Sohn Randy ungestört schlafend vorfindet. Aber seine 6 Wochen alte Tochter Heather ist verschwunden. Als Paula Sims ihr Bewusstsein wiedererlangt, ist sie die einzige Zeugin in einem Verbrechen, das die Ermittler noch bis heute vor Rätsel stellt.
Scott und Paula Sims sind erst kürzlich in dieses Holzhaus in St. Louis, einem Vorort von Elton, Illinois, eingezogen. Hier führte Präsident Abraham Lincoln damals eine seiner berühmten Debatten mit Senator Stephen Douglas. Die Sims sind seit 7 Jahren verheiratet. Der 37-jährige Robert ist Schichtarbeiter in der örtlichen Papierfabrik. Die 30-jährige Paula ist Hausfrau und kümmert sich um ihre beiden Kinder Randy und Heather. Die Nachbarn beschreiben die Sims als ein ruhiges und zurückgezogenes Paar, das seine Freizeit hauptsächlich mit den Kindern verbringt. Sie schienen den amerikanischen Traum zu leben. Und gerade das war das Interessante an dieser Geschichte. Wie sich nämlich das Leben dieses durch und durch amerikanischen Paares wegen dieser Tragödie schlagartig änderte. Als die Polizei am 19. April ins Haus der Sims gerufen wird, erfährt sie Einzelheiten über ein sehr ungewöhnliches Verbrechen. Paula sagt aus, dass sie kurz nach 22 Uhr den Müll aus dem Haus brachte, als plötzlich ein maskierter und bewaffneter Mann sie ins Haus zwang. Mit einem Schlag auf den Hinterkopf schlug er sie bewusstlos. Und das sei das Letzte, an das sie sich erinnere. 45 Minuten später fand ihr Mann sie bewusstlos auf dem Boden liegen. Die kleine Tochter Heather ist verschwunden, doch der Bereich um ihre Wiege scheint unberührt. In der ganzen Wohnung kann die Polizei weder fremde Finger noch Fußabdrücke finden. Es fehlen auch keine Wertsachen. Wir waren eine ganze Weile dort, wohl die halbe Nacht. Wir suchten überall, an jedem denkbaren Platz, an dem das Kind hätte sein können. Die Polizei durchsucht auch die ganze Nachbarschaft. Spürhunde werden eingesetzt, Autofahrer werden vor dem Haus der Sims angehalten und befragt. Hat jemand den Kindesentführer oder sein Fahrzeug gesehen? Sogar in allen Bars und Hotels des Ortes ist die Polizei verzweifelt auf der Suche nach Zeugen. Das Schlimmste annehmend, sucht sie selbst auf dem Grund des Mississippi River, ganz in der Nähe des Hauses der Sims. Wir fragten die Sims, ob sie irgendwelche Feinde hätten, die vielleicht ihr Baby entführt haben, um sie auf diese Art zu bestrafen. Sie beharrten aber sehr darauf, dass es niemanden gab, der so etwas tun könnte. Sie erzählen der Polizei aber, dass vor kurzem in eines der Häuser die Straße entlang eingebrochen wurde. Und ein Nachbar berichtet, er habe eine verdächtige Person in der Nähe des Hauses der Sims gesehen. Ein anderer Informant sah, wie jemand in dieser Nacht etwas hinter eine nahegelegene Fabrik trug. Aber alle Hinweise führen ins Leere. Die Polizei hat zu wenige Anhaltspunkte, um weiter forschen zu können. Und sie hat kein Motiv. Es kommt selten vor, dass ein Baby einfach nur so entführt wird. Normalerweise wird ein Lösegeld verlangt, doch das war hier nicht der Fall. Es gab auch keinen Hinweis auf Eheprobleme. Keinen Freund, der vermuten könnte, er wäre der richtige Vater des Kindes und es deshalb entführen würde. Wir fanden nichts, das erklärt hätte, warum gerade die Sims das Ziel der Kindesentführung waren. Das Ehepaar steht unter Schock. Und auch der Ort Elton ist nicht mehr derselbe. Wir hoffen natürlich, dass das Kind noch lebt und gesund ist. Denn je mehr Zeit vergeht, umso geringer ist die Chance, das Kind lebend zu finden. Vier Tage später. Wie fast jeden Tag geht Charles Saunders angeln an einem Nebenarm des Mississippi. Um die Mittagszeit, als Saunders auf dem Weg nach Hause ist, will er seinen Abfall in eine Mülltonne werfen. Er bemerkt eine große, schwarze Mülltüte in der Tonne. Sie macht ihn irgendwie misstrauisch. In der Tüte entdeckt er die Überreste eines Kleinkindes. Nur Minuten später treffen die Beamten der Mordkommission ein. Sie lag auf dem Rücken und ihr Kopf war zur Seite geneigt. Sie hatte noch rosige Wangen. Wenn man sie so sah, dachte man zuerst, sie würde schlafen. Aber sie war tot.
Die Fuß- und Fingerabdrücke des toten Babys werden mit den Abdrücken von Heather Sims verglichen. Sie sind kurz nach ihrer Geburt aufgenommen worden. Der Körper wird eindeutig als Heather Lee Sims identifiziert. Die Pathologin Dr. Mary Case führte die Autopsie durch. Das erste, was sie bemerkt, sind drei kleine, senkrechte Schnitte auf der Lippeninnenseite. Es war ganz offensichtlich kein plötzlicher Kindstod. Es ist auch kein Unfalltod und schon gar kein Selbstmord. Also ist es Mord. Ich fand aber keine Schusswunde, keine Stichwunde und auch keine Hinweise auf Kindesmisshandlung. Nur die Schnitte. Es sah so aus, als ob jemand seine Hand auf die Nase und den Mund gelegt hätte, um das Kind zu ersticken. Ein toter Körper verändert sich schnell, je nach der Umgebung, in der er sich befindet. Der Rechtsmediziner Dr. Christian Schümer hat schon hunderte von Leichen untersucht. Eine Gemeinsamkeit haben sie alle. Eines der sicheren Todeszeichen sind die sogenannten Totenflecken. Die Totenflecken bilden sich dadurch aus, dass nach dem endgültigen Herz-Kreislauf-Stillstand das Blut in den Blutgefäßen, die zunächst noch intakt sind, praktisch an die zutiefst gelegenen Körperstellen absackt und sich dort verteilt. Die übliche Farbe der Totenflecken ist livide, wie wir sagen, das heißt blau-rötlich gefärbt, oft mit einer gewissen Zonierung. Die Totenfleckfarbe wird vor allen Dingen durch die Temperatur beeinflusst. Je kälter die Temperatur, desto roter werden sie. Das rote Gesicht des Kleinkinds führt die Pathologen zu einer sonderbaren Vermutung. Der Körper müsse ca. 8 bis 10 Stunden nach dem Tod in einem Gefrierschrank gelegen haben. Und es gab noch einen weiteren Hinweis darauf, dass der Körper eingefroren wurde. Äußerlich konnte man keine Verwesung feststellen. Doch unter dem Mikroskop bemerkte ich erste Anzeichen einer innerlichen Verwesung. Innerlich war sie also etwas weiter fortgeschritten als äußerlich. Dr. Case kam zu dem Schluss, dass Heather Sims zuerst erstickt wurde und dann mit dem Gesicht nach unten in einen Gefrierschrank gelegt wurde. Erst kurz bevor man sie fand, wurde sie in die Mülltonne geworfen. Das Gesicht zeigte nach oben. Don Weber, einer der ermittelnden Staatsanwälte, verfolgt diesen Fall besonders genau. Es gibt zwar keinen Hinweis dafür, Paula oder Robert mit dem Verbrechen in Verbindung zu bringen, aber Weber beschließt, ihre Geschichte näher zu betrachten. Besonders eine Bemerkung von Robert Sims lässt ihn nicht los. Er hat dem FBI gegenüber ausgesagt, dass er und seine Frau in der Zeit zwischen der Vermisstenmeldung und dem Fund der Leiche den längsten und besten Sex hatten, den sie überhaupt jemals hatten. Das war für mich eine ungeheuerlich bestürzende Aussage. Keiner, der etwas mit diesem Fall zu tun hatte, konnte akzeptieren, dass das eine ganz normale Reaktion sei, wenn dein Baby entführt wird. Auf der Beerdigung erscheinen Robert und Paula Sims als die ganz und gar trauernden Eltern. Aber als die Ermittler in der Vergangenheit des Paares forschen, entdecken sie einen mehr als beunruhigenden Zufall. Genau vor 3 Jahren, als die Sims noch in einer anderen Stadt lebten, wurde auch ihre erste Tochter entführt, Lorelei. Es war das gleiche Szenario. Robert war auf der Arbeit und Paula sagte aus, dass ein maskierter Mann in ihr Haus eindrang und das Baby entführte. Einige Wochen später fand man die Skelettüberreste verstreut auf einem Feld hinter dem Haus der Sims. Die Ermittler schöpften damals zwar Verdacht, aber sie konnten keinen Beweis finden, der Robert oder Paula Sims mit Loreleis Tod in Verbindung gebracht hätte. Die Überreste schienen von einem Tier verstreut worden zu sein. Die Untersuchungsergebnisse reichten aber nicht aus, um anzunehmen, dass es sich um einen Mord handelte. Die Sims gerieten dennoch unter dringenden Tatverdacht. Nur beweisen ließ sich nichts. Meiner Meinung nach sind sie damals mit diesem Mord davongekommen. Nach ihren eigenen Angaben war Paula von dem zweiten Entführer niedergeschlagen worden. Doch Staatsanwalt Don Weber entdeckt eine Unstimmigkeit an Paulas Kopfverletzung. Er sucht die Pathologin Dr. Mary Case auf.
Dr. Mary Case ist nicht nur die Rechtsmedizinerin, die Heather Sims Autopsie vornahm, sie ist auch Neuropathologin, eine Expertin für die Erforschung des Gehirns und des Nervensystems. Paula sagte, dass der Mann sie draußen überraschte. Er habe sie gezwungen, hineinzugehen, und dort schlug er sie zu Boden. Paula zeigte uns, wie er sie mit einem Karateschlag in den Nacken niederschlug. Dann war sie 45 Minuten lang bewusstlos. Sie erinnerte sich also daran, geschlagen worden zu sein, und ich fragte, ob das möglich ist. Mary Case lehnte sich zurück und dachte eine Weile nach. Schließlich antwortete sie, nein, das ist unmöglich. Wenn Paula fast eine Stunde bewusstlos gewesen wäre, hätte sie einen totalen Gedächtnisverlust erlitten. Der hätte sich sogar noch rückwirkend auf die Zeit direkt vor dem Schlag ausgewirkt. Also hätte sie sich gar nicht an den maskierten Räuber erinnern und ihn schon gar nicht so detailliert beschreiben können. Bei jeder Autopsie wird auch das Gehirn untersucht. Der Rechtsmediziner Dr. Christian Schümer weiß genau, was bei einem solchen Schlag auf den Kopf passiert. Bei einem Schädelhirntrauma, vor allen Dingen jetzt erstmal bei Sturzvorgängen, Anschlagvorgängen des Schädels, hat das Gehirn ja eine gewisse Bewegungsrichtung. Und in dem Maße, in dem der Kopf auf ein Hindernis aufprallt, wird das Gehirn noch weiter in die ursprüngliche Richtung bewegt und es kommt auf der anderen Seite durch Unterdruck bedingt zum sogenannten Contre-Coup. Bei einem solchen Schlag ins Genick werden die elektrischen Aktivitäten des Gehirns unterbrochen. Das verhindert nicht nur die Erinnerung an das traumatische Ereignis selbst, sondern auch an Ereignisse, die sich mehrere Minuten davor abgespielt haben. Paula Sims kann sich also gar nicht an den Überfall erinnert haben. Dasselbe gilt auch für Personen, die ihr Bewusstsein zum Beispiel bei einem Autounfall verloren haben. Sie können sich nur noch sehr vage an den Unfall oder die Ereignisse erinnern, die zum Unfall geführt haben. Ist Paula Sims die Mörderin ihres eigenen Kindes? Die Untersuchungen der Rechtsmediziner konzentrieren sich aber nicht nur auf diese Frage. Eine Woche nachdem Heathers toter Körper gefunden wurde, richtet sich die Aufmerksamkeit der Polizei auf ihre Mutter Paula. Die Ermittler suchen nach einer Verbindung zwischen Paula Sims und der Fundstelle des Körpers. Direkt neben der Mülltonne finden sie Fußabdrücke, offensichtlich von Turnschuhen. Doch die Abdrücke passen nicht zu den Schuhen in Sims Haus. Als nächstes wird die schwarze Mülltüte, in der Heathers Körper gefunden wurde, zum FBI-Labor nach Washington geschickt. Doch der Rechtsmediziner David Attenberger hat zunächst nicht viel zu tun. Weder Fingerabdrücke, noch Haare, noch irgendwelche Fasern befinden sich an oder in der Tüte. Das Baby wurde in dieser schwarzen Mülltüte gefunden. Und diese Tüte wird hergestellt von der Polytech Corporation in Minneapolis. Sie wird im Kmart unter dem Markennamen Curbside verkauft. Diese Videokassette nahm die Polizei im Hause der Sims auf, in der Nacht, als Heather Sims verschwand. Auf der Kassette sieht man eine angebrochene Packung der gleichen Mülltüten. Sie haben die gleiche Form, Größe und Farbe wie die Tüte, in der Heathers Körper gefunden wurde. Jedoch werden täglich Millionen von diesen Curbside-Mülltüten für Kmart hergestellt. Attenberger vergleicht die Ränder der Tüte, in der Heathers Körper lag, mit der ersten unbenutzten Mülltüte aus der Küche der Sims. Aber durch die Dehnung, die entsteht, wenn man eine Tüte aus der Rolle zieht, konnten die Enden nicht zusammenpassen. Aber an der Tüte, in der Heather Sims lag, fand Attenberger ein besonderes Merkmal. Mülltüten werden aus langen Plastikbahnen hergestellt. Eine Schneide perforiert sie, sodass die Tüten leicht abgerissen werden können. Gleichzeitig verschweißt ein heißes Siegel den Boden der Tüte. Wir erfuhren vom Hersteller, dass sich an diesem heißen Siegel immer wieder kleine Rückstände bilden. Also konnten wir, je nach Menge der Rückstände, charakteristische Merkmale identifizieren. Wir fanden nämlich, dass die Tüten nicht gleichmäßig verschweißt worden waren.
Und tatsächlich findet Attenberger eine winzig kleine Öffnung am Boden der Tüte, in der Heather Sims gefunden wurde. Die Tüte ist nicht gleichmäßig verschweißt worden. Die Rückstände auf dem Siegel verursachten außerdem kleine Löcher in der Tüte. Als Attenberger die Tüten aus der Küche der Sims analysiert, findet er genau an derselben Stelle dieselben kleinen Löcher. Er findet auch dieselbe kleine Öffnung am Boden der Tüte, die durch die Rückstände auf dem heißen Siegel verursacht wurde. Zum Schluss untersucht er noch das letzte mögliche Merkmal, die Farbe. Während des Herstellungsprozesses dehnt sich das Plastik, wenn es über die Rollen gezogen wird. Dieses Dehnen hinterlässt ganz unterschiedliche, aber charakteristische Merkmale, sogenannte Farblinien. Als Attenberger die Farblinien der Heather Sims-Tüte mit denen der ersten unbenutzten Tüte aus der Küche der Sims vergleicht, stellt er eine eindeutige Übereinstimmung fest. Aus den winzig kleinen Löchern, dem Fehler an der Schweißnaht und den übereinstimmenden Farblinien schließt das FBI, dass die erste unbenutzte Mülltüte in der Küche der Sims und die Tüte, in der Heather Sims Körper gefunden wurde, aus derselben Plastikplane hergestellt wurde, und zwar innerhalb von nur 10 Sekunden. The only other scenario. Die einzige andere Möglichkeit wäre gewesen, dass der Täter zur selben Kmart-Filiale gegangen ist, in der auch Paula ihre Tüten gekauft hat. Er hat genau die Rolle gekauft, die im Fertigungsprozess direkt vor oder nach der Rolle hergestellt worden ist, die Paula gekauft hat. Und eine Tüte dieser Rolle hat er dann genommen, das Baby entführt, es hineingelegt und in den Müllcontainer geworfen. And put the baby in it and threw it in a trash container. Die Polizei hat nun ihren ersten Beweis. Ein Gegenstand aus dem Haus der Sims kann mit dem Fundort der Leiche in Verbindung gebracht werden. Sie ist davon überzeugt, dass Paula mit dem Verschwinden ihrer Tochter etwas zu tun hat. Die Ermittler erfahren noch etwas Ungewöhnliches aus der Ehe von Paul und Robert Sims. Als Paula nach der Entbindung mit ihren kleinen Töchtern nach Hause kam, hat Robert sie einfach aus dem gemeinsamen Schlafzimmer rausgeworfen. Mit ihrer ersten Tochter Lorelei musste Paula im Wohnzimmer schlafen. Erst nach dem Tod ihrer ersten Tochter Lorelei schlief Paula wieder oben bei ihrem Mann. Ein Jahr später brachte Paula ihren Sohn Randy zur Welt. Dann, nachdem sie nach Elton, Illinois gezogen waren, bekamen die Sims noch ein Baby. Es war wieder eine Tochter, und zwar Heather. Im Krankenhaus soll Paula dem Zimmermädchen gesagt haben, dass sie keine weitere Tochter mehr wollte und dass sie und Robert Jungen bevorzugten. Dieser Hinweis ließ ganz klar vermuten, dass Jungen in Ordnung waren und Mädchen nicht. Mehrere Zeugen erzählten uns, dass Robert den kleinen Jungen verehrte. An den Mädchen war er überhaupt nicht interessiert, auch nicht direkt nach der Geburt im Krankenhaus. Als Paula mit ihrer Tochter Heather aus dem Krankenhaus kam, schlief die Familie wieder getrennt. Paula und Heather im Wohnzimmer und Robert mit dem zweijährigen Randy oben im Schlafzimmer. Paula erzählte einer Freundin, dass dieses Getrenntschlafen aufhören müsse, sonst würde sie etwas dagegen unternehmen. Die Analyse der Mülltüte und die Ungereimtheiten über ihre Kopfverletzung werden Paula Sims zum Verhängnis. Sie wird verhaftet und wegen Mordes angeklagt. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass in der Nacht zum 30. April, während Robert die Nachtschicht in der Papierfabrik arbeitet, Paula ihre Tochter Heather erstickt hat. Den Körper legt sie in eine Mülltüte. Vermutlich trägt sie Handschuhe, denn es werden keine Fingerabdrücke auf der Tüte gefunden. Nach dem Mord fährt Paula in das Haus ihrer Eltern, die zurzeit im Urlaub sind. Dort legt sie Heathers Körper in den Gefrierschrank. Sie kehrt nach Hause zurück, gerade noch rechtzeitig vor ihrem Mann.
Dann arrangiert sie alles so, wie sie es der Polizei mitgeteilt hat und täuscht schließlich Bewusstlosigkeit vor. Als Paulas Eltern am nächsten Tag von der Kindesentführung erfahren, beschließen sie sofort, ihren Urlaub zu beenden und nach Hause zurückzukehren. Das bedeutet eine Änderung in ihrem Plan. Denn nun muss Paula zurück in das Haus ihrer Eltern fahren und Heathers Körper aus dem Gefrierschrank herausholen, bevor sie zurückkommen. Sie weiß nicht, wohin sie gehen soll, vermutet die Staatsanwaltschaft. Und Paula beschließt, Heathers Körper wieder mit nach Hause zu nehmen und ihn in den Gefrierschrank im Keller zu legen. Die Polizei hat mittlerweile die Durchsuchung des Hauses beendet. Nach 3 Tagen muss Paula den Körper ein für alle Mal loswerden. Sie fährt ungefähr 2 Meilen, überquert den Mississippi und hält schließlich auf einem Parkplatz an. Den gefrorenen Körper lässt sie in der Mülltonne zurück. Dort findet ihn wenig später zufällig ein Angler. Sie hat alles gut geplant und kaltblütig und systematisch durchgezogen. Aber Paula Sims hätte nie gedacht, dass man die Mülltüte untersuchen würde, in der sie ihre Tochter versteckt hat. Und sie hätte auch nie vermutet, dass ihre Geschichte vom Schlag ins Genick wissenschaftlich entlarvt würde. Wenn man im Haus der Sims war, bemerkte man schnell, dass sie einen Sohn hatten, auf den sie sehr stolz waren. Eigentlich ganz normal für ein Ehepaar. Aber wenn man sich das Haus näher anschaute, fand man keinen Hinweis darauf, dass sie auch 2 Töchter gehabt haben. Es gab keine Babybilder von ihnen. Da waren überhaupt keine Bilder von den Mädchen. Nichts, was darauf hinwies, dass sie diese Babys gehabt haben. Paula Sims wird des Mordes an ihren 2 Töchtern für schuldig befunden und zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt. Gegen Robert Sims werden keine Beschuldigungen erhoben. Er streitet ab, irgendetwas mit diesen 2 Verbrechen zu tun zu haben. Was bringt eine Mutter dazu, ihre eigenen Kinder umzubringen? Das beschäftigt die Psychologen bis heute, zum Beispiel Dr. Michael Osterheider, den Leiter des Westfälischen Zentrums für forensische Psychiatrie in Eichelborn. Man muss sicherlich, um seine eigenen Kinder zu töten, wie in dem gezeigten Fall, die höchste Hemmschwelle überwinden, die man sich so aus unserer Sicht vorstellen kann. Aber deswegen kann man sich, glaube ich, auch vorstellen, in welch einer verzweifelten Situation solch eine Mutter sein muss. Wir haben es ja in der Regel nicht mit Bereicherungsdelikten aus kriminellen Anlässen zu tun, sodass man davon ausgehen kann, dass auch eine Täterin für sich da Vorteile drin sieht, sondern dass jemand in einer erheblichen Verzweiflung ist und in solch einer Situation keinen anderen Ausweg mehr sieht. Und bis auf die eher selten diesbezüglich vorkommenden Affekttaten sehen wir das fast ausnahmslos im Zusammenhang mit schweren psychotischen Entgleisungen, also wirklich körperlich begründbaren Erkrankungen im engeren Sinne. Aber die Psyche der Täter lässt sich nicht vollständig ergründen. Spielt eine psychische Erkrankung auch im nächsten Fall die Hauptrolle? Wieder hofft die Polizei, dass die Wissenschaft sie zum Täter führen wird. Darren und Dali Routier, ein junges Paar Mitte 20, hat 3 Kinder. Den 6-jährigen Devin, den 5-jährigen Damon und den 8 Monate alten Drake. Darren Routier ist erfolgreicher Unternehmer. Dali ist Hausfrau und kümmert sich um die Kinder. Am Abend des 6. Juni geht Darren Routier mit seinem 8 Monate alten Sohn Drake bereits früh zu Bett. Die 2 älteren Jungen waren im Wohnzimmer vor dem Fernseher eingeschlafen. Ihre Mutter schläft auf dem Sofa. Was dann geschieht, erzählt Dali später der Polizei. Kurz nach 2:30 bricht ein Mann ins Haus ein. Er sticht die 2 schlafenden Kinder und bedroht schließlich auch Dali mit einem Messer. Nach einem kurzen Kampf flieht der Einbrecher und Dali ruft die Polizei.
Als ich das Haus betrat, ging ich einen langen Flur entlang zum Wohnzimmer. Auf dem Boden war sehr viel Blut. Als ich dann das Wohnzimmer betrat, sah ich noch viel mehr Blut. Die zwei Kinder, Devin und Damon, lagen regungslos auf dem Boden. Der 6-jährige Devin ist tot. Damon lebt noch. Aber der 5-jährige stirbt auf dem Weg zum Krankenhaus. Dali wird im Krankenhaus behandelt. Sie hat Glück gehabt, denn die Halswunde ist nur knapp neben der Halsschlagader. Sie hat auch noch eine Stichwunde am Arm. Die Polizei sammelt Hinweise und Dali ist die einzige Zeugin. Sie beschreibt den Angreifer als einen knapp 1,90 Meter großen weißen Mann mit schwarzem Hemd, Jeanshose und einer Baseballmütze. In der Garage der Routiers ist das Fliegengitter durchgeschnitten. Der Einbrecher habe das Messer auf den Boden fallen lassen und sie rannte hinter ihm her durch die Küche, bevor er flüchten konnte. 2 Häuser weiter findet die Polizei einen blutigen Strumpf. Aus den bisherigen Indizien schließt sie ein Motiv bereits aus: Raub. Zwischen der Küche und dem Zimmer, in dem die Morde geschahen, lagen 13 Ringe und eine goldene Damenuhr herum. Falls es Einbruch oder Raubüberfall gewesen ist, dann ist es nicht gut gelaufen, denn die Wertsachen lagen noch überall herum. Es wurde nichts angefasst. Wir wissen nicht, warum das geschehen ist. Wir wissen nur, dass diese kranke Person nichts mitgenommen hat, außer unseren Söhnen, das Wertvollste und Wichtigste überhaupt. Währenddessen geht die Polizei anderen Hinweisen nach, die sie am Tatort findet. Sie vermutet, dass der Täter durch das Fliegengitter vor dem Garagenfenster ins Haus gelangte. Dali Routier sagte aus, dass sie schlief, als der Einbrecher ihre beiden Söhne ermordete. Sie wachte auf, als sie ein Messer an ihrem Hals spürte. Es gab einen Kampf und der Angreifer floh durch die Garage. Ihr Mann Darren sagte, dass er währenddessen im oberen Stockwerk neben seinem 8 Monate alten Sohn Drake schlief und erst aufwachte, als er hörte, wie Gläser zerbrachen. Er kam erst runter, als die Polizei schon da war. Und er hat nicht etwa sofort gefragt, was ist mit den Kindern, was ist mit Dali, sondern er hat gesagt, ist Dali nicht schön und hat sie nicht großartige Brüste? Darren sagte, ich kann mir schon denken, was der Einbrecher wollte bei so einer gut aussehenden Blondine. Das war schon etwas seltsam. Schließlich hat er gerade seine beiden Söhne verloren. Und ich glaube nicht, dass er zu diesem Zeitpunkt schon wusste, ob Dali außer Gefahr war. In der Küche entdeckt die Polizei ein Messerset mit weißen Griffen. Eines fehlt. Es scheint, als ob die Mordwaffe, nämlich ein ca. 25 cm langes Messer, aus der Küche der Routiers stammt. Die Bluttropfen auf dem Boden werden fotografiert und man entnimmt Proben für DNA-Tests. Die Bluttropfen werden auch noch auf etwas anderes untersucht, auf ihre Größe und ihre Form. Dalis blutverschmiertes Nachthemd ist ebenfalls ein wichtiges Beweismittel. Die Gerichtsmediziner hoffen, dass auch das Hemd Informationen über die Tat liefern würde. Das Blut auf dem Strumpf, der auf der Straße gefunden wurde, stammt von einem der beiden Jungen. Doch nicht einmal Spürhunde der Polizei können eine Spur entdecken, die weiterführt als genau bis zu diesem Fundort. Warum sollte ein Einbrecher die Mordwaffe im Haus zurücklassen, aber einen Strumpf mitnehmen? Warum sollte ein Einbrecher diesen Strumpf auf offener Straße zurücklassen, sodass die Polizei ihn finden kann, anstatt ihn in eine Mülltonne oder in einen Gully zu werfen? Die Polizei findet noch weitere Unstimmigkeiten. Dali sagte aus, dass der Einbrecher durch die Küche flüchtete und dabei ein Weinglas zu Boden riss. Aber die Glasstücke liegen auf den Bluttropfen und Dalis Füße zeigen keinerlei Verletzungen. Unter dem umgefallenen Staubsauger befinden sich mehrere Blutspritzer und sogar ein Abdruck der Rollen. Es scheint so, als ob Dali durch die Küche rannte, bevor das Glas zerbrach und der Staubsauger umfiel. Auf dem Staubsaugergriff war ein Blutfleck. DNA-Tests ergaben, dass es Dalis Blut war. Das Blut tropfte in einem Winkel von 80 Grad auf den Griff, so als ob sich Dali über den Staubsauger gebeugt hätte. Das Muster deutete somit nicht darauf hin, dass sie am Staubsauger vorbeirannte, so wie sie es der Polizei erzählte. Entweder irrt sich Dali über die Ereignisse in der Küche
oder sie weiß mehr über die Morde, als sie zugibt. Dr. Mark Benecke liest einen Tatort anders als die meisten Ermittler. Der Biologe ist ein kriminalistisches Allround-Talent und der führende Blutspurexperte in Deutschland. Blutspurenexperten schauen sich, wenn es geht, immer am Fundort persönlich die Verteilung von Blutspuren an, die von der Tat herrühren. Von der Tat bedeutet, entweder sie stammen vom Täter oder vom Opfer oder sie sind von anderen Personen noch zusätzlich verbracht oder verschleudert worden. Daraus kann man hoffentlich etwas lernen darüber, wie sich die Personen bewegt haben, welche Wunden gesetzt worden sind und welche Wunden geblutet haben und in welcher Reihenfolge das alles passiert ist. Den Experten fällt auf, dass die Bluttropfen auf dem Küchenboden ineinander getropft sind. Das heißt, sie stammen von jemandem, der entweder stillgestanden hat oder sehr langsam gegangen ist. Dali sagte, dass sie auf dem Sofa verletzt wurde und blutend hinter dem Angreifer durch die Küche gelaufen ist. Aber beim Laufen müssten die Tropfen eine Spur aufweisen. Wenn beispielsweise jemand an Ort und Stelle steht, verursacht er häufig Tropfspuren, die zum Teil auch ineinander tropfen, dann eine relativ große Lache bilden, trotzdem aber noch als Tropfspuren erkennbar sind, weil sie diese Satellitenspritze haben. Man weiß also, es ist nicht am Boden liegend ausgeflossen, das Blut. Was verraten diese Satellitenspritze auf dem Boden? Woher stammen die zahlreichen anderen Blutflecken? Sind dies alles Hinweise oder Beweise? Und führt dieser Abdruck die Ermittlungen weiter? Im Fall Darren und Dali Routier stellen sich die Ermittler nach wie vor viele Fragen. Dali sagte aus, dass der Einbrecher das Messer auf den Küchenboden fallen ließ. Aber auch dafür findet sich kein Beweis. Außer mir untersuchten auch viele andere Beamte diesen Boden und versuchten, einen Beweis dafür zu finden, dass das Messer runtergefallen war. Entweder geradewegs nach unten oder auf den Griff oder auf die Seite, aber wir konnten nichts davon nachweisen. Es war eine Menge Blut auf dem Messer und deshalb müsste durch den Aufprall auf den Boden irgendein Hinweis, zum Beispiel der Umriss des Messers, entstanden sein. Aber wir fanden nichts. Barry Dickey ist gerichtsmedizinischer Akustiker. Er untersucht Dalys Notruf bei der Polizei. Dali sagte, sie habe aus der Küche angerufen und blieb während des gesamten Anrufs dort. Bei seiner Untersuchung trennt Barry Dickey Dalys Stimme von den Hintergrundgeräuschen aus dem Haus. Ein Geräusch oder eine Stimme wird in einem Raum durch verschiedene Elemente entweder geschluckt oder zurückgeworfen. Ein Teppich zum Beispiel schluckt Geräusche. Harte Oberflächen, wie zum Beispiel eine Garagenwand aus Zement, reflektiert sie. Nach der Untersuchung hat Dickey seine eigene Version. Meiner Meinung nach war Dali in mindestens drei verschiedenen Zimmern gewesen. Dabei ging sie ziemlich schnell von einem ins andere. Sie hielt sich auch nicht sehr lange in einem dieser Zimmer auf. Wenn also Dali durch mehrere Zimmer lief, während sie telefonierte, widerspricht das ihrer Aussage. Als die Polizei am Tatort erscheint, hält sich Dali ein nasses Handtuch auf ihre Halswunde. Die Beamten fragen sich, ob Dali damit möglicherweise Blut weggewischt hat. Um das herauszufinden, benutzen sie Luminol, eine Chemikalie, die an Stellen leuchtet, an denen zuvor Blut entfernt wurde. In der Garage findet man keine Anzeichen von Blut, dafür aber in der Küche. Als wir die Küche verdunkelten und das Luminol versprühten, konnten wir vor dem Spülbecken Fußspuren sehen, sodass uns die Haare zu Berge standen. Die Fußspuren waren von Dali. An dem Schränkchen unter dem Becken war ebenfalls Blut zu sehen. Mit Hilfe von Luminol konnte man feststellen, dass es weggewischt wurde, bevor die Polizei kam. Die Bluttropfen vor dem Spülbecken verrieten uns, dass jemand dort eine ganze Weile gestanden hat, während er blutete. Denn auf dem Boden vor dem Spülbecken sind mehrere Bluttropfen aufeinander gefallen. Der DNA-Test ergibt, dass das Blut von Dali stammt. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass sich Dali hier selbst ihren Hals und ihren Arm aufschnitt.
In der Küche wenden die Wissenschaftler einen speziellen Test an, um die Blutflecken zu vergrößern und zu definieren. Der Test enthüllt sogar noch mehr Fußspuren, die alle von Dali sind. Falls es wirklich ein Einbrecher war, dann hat er überhaupt keine Beweise hinterlassen. Zwar behauptet Dali, dass sie auf dem Sofa im Wohnzimmer verletzt wurde, doch da fand man keinerlei Blutspuren. Die Blutspuren im Wohnzimmer hingegen zeigen, dass der fünfjährige Damon zunächst nur verletzt wurde und versucht hat zu entkommen. In der Kriminalistik ist es besonders wichtig, dass man nicht nur Spuren anschaut, die da sind, sondern sich auch immer fragt, welche Spuren sind nicht da, müssten aber eigentlich da sein, um ein Szenario zu erklären. Bei Blutspuren ist der häufigste Fall, dass man eine, könnte man Negativspur erhält, nennen. Einen solchen ungewöhnlichen Blutabdruck fand man auf dem Teppich. Es war der eindeutige Umriss der Mordwaffe. Die auffällige Blutspur an der Spitze der Klinge verriet den Untersuchungsbeamten etwas sehr Wichtiges über den Mörder. Die einzige mir bekannte Möglichkeit, wie so ein Abdruck entsteht, ist, wenn eine blutende Person das Messer in der Hand hält. Das Blut läuft also kontinuierlich an dem Messer entlang Richtung Spitze. Genau einen solchen Abdruck haben wir gefunden. Aus einer Wunde am Arm floss Blut herunter. Nur deshalb konnte es zu speziell diesem Abdruck kommen. Das Blut floss über die Hand bis zur Messerklinge. Dali hat eine Messerwunde am rechten Arm. Und DNA-Tests ergeben, dass das Blut von ihr und von Damon stammt und nicht von einem unbekannten Angreifer. Dali sagte aus, dass sie das Messer vom Küchenboden nahm und es auf die Anrichte legte. Sie sagte aber nichts davon, es ins Wohnzimmer mitgenommen zu haben. Während die Ermittler weiter die Beweismittel aus dem Haus der Routiers untersuchen, stellt sie das Verhalten von Darren und Dali erneut vor ein Rätsel. Nur 8 Tage nach den Morden feiern die Routiers den Geburtstag ihres Sohnes Devon an seinem Grab. Sie laden sogar ein Fernsehteam zur Feier ein. Wenn Sie Devon und Damon gekannt hätten, wüssten Sie, dass Sie jetzt oben im Himmel sind und dort die größte Party haben, die man sich nur vorstellen kann. Und Sie wollen sicher nicht, dass wir hier unten trauern, auch wenn unsere Herzen gebrochen sind. Ich weiß, dass Devon und Damon uns gerne glücklich sehen würden. Die Ermittler sind sich sicher, dass Dali ihre beiden Kinder umgebracht hat. Aber sie suchen nach einem Motiv und finden es. Die Routiers haben finanzielle Probleme. Ein Darlehenantrag über $5,000 wurde genau einen Tag vor den Morden abgelehnt. Und für beide Kinder hatten sie eine Versicherung in Höhe von je $5,000 abgeschlossen. Im Schlafzimmer finden sie schließlich eine Selbstmordnotiz, die Dali einen Monat zuvor geschrieben hatte. Ein Hinweis, dass sie unter Depressionen leidet. Im Institut für gerichtsmedizinische Wissenschaften in Dallas entdeckt Charles Lynch das alles entscheidende Beweismittel, das Dalis Einbrechergeschichte als Lügengeschichte entlarvt. Auf einem Brotmesser in der Küche findet Lynch winzige Fiberglaspartikel und etwas Gummistaub. Das Fliegengitter in der Garage der Routiers besteht aus Polyvinylchlorid. Der innere Kern des Materials ist aus Fiberglas. Beim mikroskopischen Vergleich stellt Lynch fest, dass die Fiberglaspartikel auf dem Küchenmesser identisch sind mit den Partikeln aus dem Fliegengitter der Routiers. Nirgendwo sonst im Haus findet Lynch Fiberglas, das auch nur annähernd ähnlich ist. So konnte ich zumindest jede andere Fiberglasquelle, die ich fand, ausschließen. Die Schlussfolgerung daraus ist, dass das Fiberglas auf dem Messer wahrscheinlich vom Fliegenfenster stammt. Das heißt aber nicht, dass jede andere denkbare Quelle ausgeschlossen ist. Die Gummistaubrückstände auf dem Messer stimmen ebenfalls mit dem Staub überein, der entsteht, wenn ein Polyvinylchloridgitter zerschnitten wird. Der FBI-Fahnder Alan Brantley ist jedenfalls davon überzeugt, dass es keinen Einbrecher gab. Es gab noch nie einen Fall, in dem ein Täter in ein Haus einbricht, ein Messer nimmt, dann wieder rausgeht und schließlich das Fliegengitter aufschneidet, um wieder hereinzukommen.
Bei keiner Tat ist solch ein Verhalten notwendig, es sei denn, jemand versucht, die Situation fälschlicherweise so darzustellen, dass sie eben anders erscheinen soll. Und das ist eine Inszenierung. Die Ermittler wissen bereits, dass der Strumpf auf der Straße Blutflecken von den beiden Söhnen aufweist. Aber als sie den Strumpf näher betrachten, finden sie noch etwas anderes, nämlich zwei Polyesterfasern. Als sie diese Polyesterfasern mit den Fasern der Einlegesohle von Darrens Turnschuhen vergleichen, stellen sie fest, dass sie identisch sind. Außerdem finden sie abgewischte Blutspritze auf Darleys Nachthemd, und zwar auf dem Rücken im Bereich der rechten Schulter. Ein DNA-Test ergibt, dass das Blut von den beiden Jungen stammt. Alleine eine Stichwunde kann sehr viele verschiedene Blutmuster, Blutspurenmuster verursachen. Da ist nicht nur die Blutlache, die auf jeden Fall entsteht, wenn oder genauer gesagt, falls wirklich viel Blut entweicht. Da sind auch Schleuderspuren, die entstehen, wenn die Person, die das Stichinstrument hält, in diese Wunde hineinsticht. Dabei spritzt möglicherweise schon Blut ab, aber auch beim Herausziehen kann die nun beblutete Hand oder das beblutete Stichwerkzeug auch ein Blutungsmuster erzeugen. Die Blutspritze auf Darleys Hemd verlaufen übereinstimmend mit Darleys vermuteter Handbewegung. Mit all diesen zwingenden wissenschaftlichen Beweisen macht sich die Polizei ihr eigenes Bild vom Tathergang. Sie glaubt, dass Darley ihre beiden Söhne überredete, in dieser Nacht mit ihr im Wohnzimmer zu schlafen. Irgendwann nach 2 Uhr morgens nimmt Darley ein Brotmesser aus der Küche und schneidet das Fliegengitter in der Garage durch. Dann bringt sie das Messer an seinen Platz in den Halter zurück, ohne die Fiberglasrückstände, die die Gerichtsmediziner später fanden, auszuwaschen. Anschließend nimmt sie das längste Messer und tötet ihre Kinder. Die Mordwaffe in ihrer Hand verursacht die Blutspritzer hinten auf dem Nachthemd auf der rechten Schulter. Den Strumpf legt sie auf die Straße, um den Eindruck zu erwecken, der Mörder sei geflohen. Vor dem Spülbecken in der Küche schneidet sie sich Hals und Arm auf. Doch dann passiert etwas Unerwartetes. Der 5-jährige Damon lebte noch und kriecht durch das Wohnzimmer. Die Blutspuren lassen vermuten, dass Darley noch 2 weitere Male auf ihn einsticht. Der Messerabdruck auf dem Teppich stammt von dem Blut aus Darleys Armwunde, das an der Spitze des Messers entlang auf den Boden tropft. Die akustische Untersuchung des Notrufs beweist, dass Darley von einem Zimmer ins andere läuft, Blutflecken wegwischt und dabei den Tatort inszeniert. Aber sie macht zahlreiche Fehler. So ziemlich der einzige Ort, an dem kein Blut gefunden wird, ist ausgerechnet das Sofa, auf dem sie angegriffen worden sei. Sie stößt den Staubsauger um, obwohl sich darunter bereits Blutflecken befinden. Sie verwischt Blutspuren, die später wieder sichtbar gemacht werden können. Ihr Versuch, die Ermittler in die Irre zu führen, misslingt gründlich. Es ist schwer zu erklären, aber die Kinder waren ihr im Weg. Sie passten nicht zu ihrem Lebensstil, nicht zu ihren Zielen und überhaupt zu allem, was sie tun wollte. Und dann entschied sie ganz einfach, dass die Kinder ihr nicht weiter im Weg stehen sollen. Darley Routier wird verhaftet und des Mordes an ihren beiden Söhnen angeklagt. Darren bleibt frei und leugnet weiterhin, etwas mit der Tat zu tun zu haben. Es gibt keinen einzelnen Grund für Darleys Tat. Es ist eine Kombination von mehreren Dingen. Es war nicht das Geld. Sie hatte mehrere Geburten und damit eine Menge Verantwortung. Wir haben herausgefunden, dass Darren sich nicht besonders um die Kinder gekümmert hat. Nach außen hin schienen sie die perfekte Familie zu sein. Und sie unternahmen alles zusammen als Familie. Aber ihr Familienleben war eine Illusion, die sie jedem aufgedrängt haben. In der Gerichtsverhandlung versucht der Psychiater der Verteidigung, Darleys verworrene Geschichte mit traumatischem Gedächtnisschwund zu erklären. Aber die Geschworenen sind davon nicht überzeugt. Darley Routier wird des Mordes schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt.
Sie sitzt in der Todeszelle und wartet auf die Vollstreckung ihrer Strafe. Sommer in Illinois. Im Juni wird die 22-jährige Carla Brown im Keller ihres Hauses ermordet aufgefunden. Es scheint so, als ob der Mörder ein perfektes Verbrechen verübt hat. Denn die Polizei kann fast keine Anhaltspunkte finden. Erst Jahre später entdecken die Gerichtsmediziner etwas auf einem Foto vom Tatort, das vorher übersehen wurde. Der Mörder hat einen eindeutigen Hinweis hinterlassen. Die 22-jährige Carla Brown hat erst kürzlich gemeinsam mit ihrem Verlobten Mark Hart ein Haus in Wood River, Illinois, gekauft. Freunde und die Familie betrachten das als den Beginn einer neuen Phase in ihrer Beziehung, denn in der Vergangenheit haben sie ziemliche Probleme gehabt. Carla Brown war ein hübsches junges Mädchen und später eine schöne junge Frau. In ihrer Heimatstadt Wood River mochte sie jeder, die Mädchen und auch die Jungs. Sie war in der Oberstufe Cheerleader und hatte verschiedene Kurse an der Universität besucht. Man merkte sofort, dass sie etwas Besonderes war. Am 21. Juni nimmt Carla Brown einen Tag Urlaub, um ihre Sachen auszupacken. Sie telefoniert mit einer ihrer Freundinnen. Nach ein paar Minuten haben sie vereinbart, sich zum Abendessen zu treffen. Carla unterbrach das Gespräch und sagte: "Hör zu, ich rufe dich gleich zurück, da ist jemand an der Tür." Und das war das Letzte, was ihre Freundin von ihr hörte. Gegen 17.30 Uhr kommt Carlas Verlobter von der Arbeit zurück, gemeinsam mit einem Freund. Als sie in den Keller gehen, sehen sie ein schreckliches Bild. Carla hängt kopfüber in einem Wassereimer. Man hatte ihr offensichtlich ins Gesicht geschlagen. Sie hatte eine große Wunde auf ihrer Stirn und eine auf dem Kinn. Sie war gefesselt, ihr Kopf hing in einem großen Wassereimer. Als ihr Freund nach Hause kam, musste er sie dort rausholen. Sie befand sich bereits im Stadium der Leichenstarre. Das machte den Tatort noch schrecklicher. Ihre Hände waren auf dem Rücken zusammengebunden. Es gab Hinweise auf einen Kampf um Leben und Tod. Und wir hatten den dringenden Verdacht, dass sie vergewaltigt wurde. Aber einige Dinge verwirren die Ermittler. Um ihren Hals sind zwei Männerstrümpfe gebunden. Außergewöhnlich ordentlich arrangiert für eine Situation, in der es um Leben und Tod ging. Und das Stromkabel, mit dem ihre Hände zusammengebunden sind, ist zu locker, als dass sie sich nicht hätte wehren können. Die Schnur hinter ihrem Rücken war so lose, dass ihre Hände eigentlich so gut wie frei waren. Es scheint so, als ob die Schnur lang genug gewesen war, dass sie den Angreifer genauso gut zu fassen bekommen konnte. Sie trägt einen Pullover, den sie nach Angabe ihres Verlobten sonst nie im Sommer trägt. Und die Tatsache, dass der oberste Knopf zugeknöpft ist, passt auch nicht zu dem erbitterten Kampf, der offensichtlich stattgefunden hat. Die Strümpfe um Carlas Hals gehören ihrem Verlobten. Das Gegenstück des einen Strumpfes findet man im Kleiderschrank, das des anderen unter dem Sofa im Nebenzimmer. Unter dem Sofa finden die Ermittler auch eine mit Blut gefärbte Wasserlache. Die Sofakissen sind nass und neben dem Sofa erkennt man Bluttropfen auf dem Boden. Darüber, zwischen den Trägern der Decke, klemmt eine Kaffeekanne. Für die Beamten der Mordkommission sah es so aus, als ob der Täter mit der Kanne das Blut aus den Sofakissen spülen wollte. Folglich ereignete sich der eigentliche Angriff neben und auf dem Sofa. Der Körper wurde erst später in den Nebenraum gebracht und dort neben den Wassereimer gelegt. Aus dem inszenierten Tatort schließen die Untersuchungsbeamten, dass der Täter sich nach dem Mord noch eine Weile im Haus aufgehalten hat.
Es gibt keine Hinweise auf einen gewaltsamen Einbruch, aber man findet Blut an der Hintertür, vermutlich der Fluchtweg des Mörders. Aber wer wusste, dass Carla Brown an diesem Tag zu Hause und auch noch allein war? Und wer konnte so viel Zeit in dem Haus verbringen, den Tatort im Nachhinein zu inszenieren und das Sofa zu reinigen? Zu Beginn ihrer Untersuchung nimmt die Polizei Carla Browns Verlobten streng unter die Lupe. Der Verlobte wurde von Anfang an verdächtigt. Es gibt einen Spruch bei der Polizei: Bevor du nach Verbrechern suchst, such lieber bei den Verwandten. Aber Mark Hart hat ein Alibi. Am Tag des Mordes ist er zur Arbeit gewesen und in der Mittagspause mit Freunden zusammen. Die Polizei befragt auch zwei Nachbarn, die den Einzug von Carla und ihrem Verlobten mitbekommen haben. Der eine erkannte Carla als frühere Mitschülerin, was sie nicht besonders zu erfreuen schien. Carla Brown. I'm John Pranty. We went to school together. Remember me? Hi, how are you? Beide Männer haben ein Alibi für den Tag des Verbrechens und beide machen freiwillig einen Lügendetektortest, den sie auch bestehen. Obwohl der Tatort inszeniert wurde, hat der Mörder nur sehr wenige Anhaltspunkte hinterlassen. Am Abend vor dem Mord haben Carla und ihr Verlobter eine Einzugsparty gefeiert. Im Haus wimmelt es also von Haaren und Fingerabdrücken. Aber die Untersuchungen führen nicht weiter. Wir hatten es mit einem Täter zu tun, der viel Glück hatte. Man kann keinen perfekten Mord planen, man muss einen perfekten Mord begehen, um ungeschoren davonzukommen. Man braucht Glück und muss Beweise vermeiden. Und genau das hat diese Person offensichtlich getan. Ohne weitere Anhaltspunkte wendet sich die Polizei an das FBI. Sie bittet den Verhaltensforscher John Douglas, ein psychologisches Profil des Mörders zu erstellen. Ein psychologisches Profil wird mit Hilfe wissenschaftlicher Erkenntnisse und Intuition erstellt. Die Informationen dazu erhält man von Kriminellen, die ähnliche Verbrechen verübt haben. Douglas prüft die Fotos des Tatorts und macht einige neue Beobachtungen. Wir schlüsseln Verbrechen nach ihrer Organisiertheit und Desorganisiertheit auf. Mit desorganisiert meinen wir extreme Nachlässigkeit und Unachtsamkeit des Täters. So einer begeht eher ein impulsives Verbrechen. Mit Organisiertheit meinen wir ein hohes Maß an Raffinesse des Täters. Das gleiche Muster bescheinigt der Kriminalist Stefan Harbort. Auch der Experte für die Psyche von Gewalttätern liest den Tatort mit anderen Augen und zieht Rückschlüsse auf die Tat und auf den Täter. Haben wir es mit einem Tatort zu tun, wo eine sichtbare Inander- und Abführung Unordnung herrscht, also letztendlich sich chaotisch darstellt, könnte man beispielsweise mutmaßen, dass es sich um einen Täter handelt, der hier seine erste Tat verübt hat, weil eben entsprechende Routine fehlte. Da der Täter so viel Zeit im Haus verbrachte, vermutet man, dass er sein Opfer und dessen Routine kannte und vielleicht sogar in der Nähe lebt. Der Verhaltensforscher John Douglas geht noch weiter. Der Mörder sei ein weißer, unverheirateter Mann, Mitte bis Ende 20. Er habe die Highschool absolviert und sein Äußeres sei sehr unordentlich. Die Tatsache, dass der Mörder ein Kabel benutzte, um sein Opfer zu fesseln, deute laut Douglas darauf hin, dass er entweder Werkunterricht oder eine handwerkliche Berufsausbildung hat. Douglas erzählt den Ermittlern auch, dass sie den Mörder vielleicht sogar schon befragt haben. Er sei möglicherweise in der Lage, einen Lügendetektortest zu bestehen. Und dann wurde es irgendwie gespenstisch. Ich habe dort gesessen und konnte einfach nicht glauben, was er sagte. Er fing an zu erzählen, wie diese Person auf verschiedene Situationen reagieren würde und auch, was für ein Auto er fuhr. Er sagte einen Volkswagen. Er fuhr also mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Volkswagen, der entweder rot oder orange war. Es gab Hinweise darauf, dass der Mörder das Haus zunächst ungereinigt verlassen hat. An der Hintertüre befand sich nämlich noch Blut, am Zaunpfosten hinter dem Hof ebenfalls.
Daher wusste John, dass der Mörder zunächst nichts gereinigt hat, sondern blutverschmiert rausgegangen war. Das würde nur jemand tun, der vorhatte, später alles zu reinigen. Deshalb konzentrieren sich die Untersuchungsbeamten noch einmal auf die zwei Männer von nebenan, die Carla Brown und ihren Verlobten beim Einzug beobachtet haben. Aber die Ermittler brauchen mehr als nur ein psychologisches Profil. Sie brauchen handfeste Beweise. Zwei Jahre später. Noch immer gibt es keine konkreten Anhaltspunkte im Mordfall der 22-jährigen Carla Brown. Der Tatort sah nach einem Sexualverbrechen aus. Doch das war laut Autopsie ausgeschlossen. Es gibt Täter, die versuchen durch die sogenannte Inszenierung eines Tatortes ein anderes Szenario, einen anderen Hintergrund zu suggerieren. Beispielsweise wird ein klassischer Raubmord dargestellt als Sexualmord oder ein Beziehungsdelikt als eine Tat, die durch einen Fremden begangen wird. Der Fall Carla Brown lässt den Kriminologen Alvar Busch nicht los. Er hat weitere Fragen. Woher kommen zum Beispiel die Wunden in Carlas Gesicht und auf ihrem Kinn? Dann kommt die erste entscheidende Wende in diesem Fall. Alvar Busch besucht ein Seminar über Bildvergrößerungen. Dr. Homer Campbell leitet dieses Seminar. Er arbeitet als medizinischer Untersuchungsbeamter für den Staat New Mexico. In dem Seminar erklärt Dr. Campbell eine Technik, mit der sich Fotografien oder auch Computerbilder vergrößern und qualitativ aufwerten lassen. So kann man Einzelheiten erkennen, die man sonst nicht sieht. Diese Technik wird seit Jahren schon angewandt, um Materialien auf ihre Unschädlichkeit hinzutesten. Und Archäologen versuchen so zum Beispiel antike Ruinen auf Luftaufnahmen zu entdecken. Nach dem Seminar erzählt Busch Dr. Campbell von dem Mordfall Carla Brown. Ich sagte, Doktor, ich habe einen Fall für Sie. Und ich erzählte ihm von dem Carla Brown-Fall und dass wir nicht herausfinden konnten, wie die Verletzungen in ihrem Gesicht entstanden sind. Ich bat ihn, mir die Bilder der Verstorbenen und den Autopsiebericht zu schicken. Auf dem Bildvergrößerungsgerät sieht sich Dr. Campbell die Bilder des Tatorts genau an. Dieses System verbessert nicht nur den Kontrast von Bildern, sondern kann auch eine dreidimensionale Sicht erzeugen, indem man dem Bild mehr Tiefe verleiht. Als Dr. Campbell fertig ist, weiß er, womit die Verletzungen in Carla Browns Gesicht verursacht wurden. Er sagte, dass sie vielleicht mit dem Fernsehtisch geschlagen wurde. Dieser Tisch lag nämlich auf dem Boden und war nur einen Meter von dem Sofa entfernt, wo wir auch die Blutspuren fanden. Ich hatte das nicht bemerkt. Der Tisch liegt noch zwei Jahre nach dem Mord, unberührt, in der Asservatenkammer der Polizei. Mit sehr viel Glück findet Dr. Campbell unter dem Mikroskop Blutspuren und Haare auf dem Tablett. Doch dann findet er etwas, das alle anderen bisher übersehen haben. Und jetzt wissen die Ermittler, dass sie es nicht mit einem perfekten Mord zu tun haben. Der Mörder hat seine Unterschrift hinterlassen. Untersuchungen im Mordfall Carla Brown nehmen eine überraschende Wende. Mit Hilfe eines Bildverbesserungsgerätes findet Dr. Homer Campbell einen entscheidenden Hinweis. Er sagte, was ist mit den Bissabdrücken? Ich fragte, welche Bissabdrücke? Was meinen Sie? Als wir das Bild betrachteten und dann vergrößerten, erkannten wir eindeutig eine Bissverletzung auf der Schulter. Und an der Verletzung konnten wir sogar alle Zähne einzeln erkennen. Diesen Beweis würde ich sofort gegen fünf Augenzeugenberichte tauschen. Augenzeugen machen Fehler, aber Biss- und Fingerabdrücke nicht. Denn wenn die Bissspuren sorgfältig dokumentiert werden, liefern die einem den Täter genauso sicher wie Fingerabdrücke.
Der Mörder hat einen untrüglichen Hinweis hinterlassen. Die Ermittler brauchen jetzt nur noch einen Verdächtigen. 2 Jahre nach dem grausamen Mord wendet sich die Polizei nochmals den beiden Nachbarn von Carla Brown zu. Beide entsprechen dem FBI-Verhaltensprofil des Mörders. Daraufhin überprüft die Polizei nochmals ihre Alibis. Zwar haben beide den Lügendetektortest bestanden, doch die Polizei erhält einen Hinweis. John Pranty hat einem Freund erzählt, dass er ihren Körper gesehen hat. Er habe den Polizisten über die Schulter geschaut. Er beschrieb die Lage ihres Körpers und erwähnte dabei sogar Bissspuren auf ihrem Hals und ihrem Schlüsselbein. Als Carla Browns Körper gefunden wurde, war aber nur die Polizei im Haus. Das ließ die Polizei erstarren, denn absolut niemand wusste damals, dass auf Carla Browns Körper Bissspuren waren. Weder die Polizei noch die Pathologen oder die Staatsanwälte. Niemand, außer dem Mörder. Das war ein Schock für uns, denn niemand hätte das wissen können, außer dem, der selbst die Bissspuren verursacht hat. Genauso wenig konnte jemand wissen, wie die Tote dalag. Nur wenn man entweder bei der Durchsuchung dabei gewesen war oder wenn man selbst den Körper dorthin gelegt hatte. Die Polizei hat keine Informationen darüber an die Öffentlichkeit oder die Medien weitergegeben. Da die Bissspuren schon bei der ersten Autopsie übersehen wurden, wollen die Ermittler diesmal ganz sicher gehen, bei einer zweiten Autopsie. Nach 2 Jahren wird Carla Browns Körper exhumiert. Diesmal wird die Autopsie von Dr. Mary Case durchgeführt, der leitenden medizinischen Untersuchungsbeamtin von St. Louis. In der ersten Autopsie wurde nur festgestellt, dass sie erwürgt wurde. Aus irgendwelchen Gründen wurde nur der Körper untersucht, nicht aber der Kopf. Also öffnete ich die Schädelhöhlung und sah Quetschungen auf der Kopfhaut. Jemand hatte sie am Kopf verletzt. Und es stellt sich die Frage, ob dieser Schlag Bewusstlosigkeit verursacht oder nicht. Dr. Case vermutet, dass Carla Brown vielleicht noch lebte, als sie mit dem Kopf in die Tonne gedrückt wurde. Denn als man sie fand, entdeckte man Schaum um ihren Mund herum. Und eben weil sie im Wasser war mit dem Schaum um ihren Mund, denke ich, dass sie letztendlich ertränkt wurde, auch wenn sie zuerst gewürgt worden war. Sie hat vermutlich aber doch noch geatmet und ertrank schließlich. Während der Autopsie werden weitere Bilder von den verdächtigen Bisswunden aufgenommen. Man schickt sie in das Gerichtsmedizinische Institut der New Yorker Polizei. Dort werden sie unabhängig bewertet, denn man will sichergehen, dass die Verletzung auf Carla Browns Hals tatsächlich eine Bisswunde ist. Meiner Meinung nach hatte das Muster der Verletzung auf Carla Browns Hals alle Eigenschaften einer Bisswunde. Daraufhin schicken die Ermittler Dr. Levine 3 Gussabdrücke von verschiedenen Gebissen. Dr. Levine soll sie mit der Bisswunde vergleichen. Er weiß aber nicht, von wem die Abdrücke stammen. Zunächst stellt er Wachsabdrücke von den Modellen her. Dann vergleicht er die Abdrücke. Die ersten beiden stimmen nicht mit der Bisswunde überein. Ich nahm also das dritte Modell und prüfte, welche unverwechselbaren Spuren diese Zähne hinterlassen würden. Und diese Spuren verglich ich mit denen auf dem Foto mit Carla Browns Hals. Ich kam zu dem Ergebnis, dass nur das eine Gebiss solche Bissspuren erzeugt haben konnte. Er hat die Zähne vermessen, dann schaute er wieder auf die Fotos. Er drehte sie in alle Richtungen. Und am Ende legte er die Zahnabdrücke auf den Tisch, zeigte auf einen und sagte, das ist euer Mann. Der Abdruck stammt von John Pranty. John Pranty entspricht in verblüffender Weise dem psychologischen Profil, das der Verhaltensforscher John Douglas aufgestellt hat. Er ist Ende 20 und hat in seiner Vergangenheit viele komplizierte Beziehungen mit Frauen. Er besucht die Kunstgewerbeschule und hat ein ungepflegtes äußeres Erscheinungsbild. Pranty verbringt viel Zeit in der Gegend, da er oft seinen Freund besucht, der im Nachbarhaus von Carla Brown wohnt. Und genauso wie Douglas vermutet, hat Pranty schon früher einen Lügendetektortest bestanden.
Schließlich die Voraussage, dass Prenti einen roten Volkswagen fährt. Ein außergewöhnlich scharfes Täterprofil. Es besteht kein Zweifel daran, dass John Prenti Carla Braun ermordet hat. Unklar ist nur, ob er ein- oder zweimal in das Haus ging und was sein Freund von nebenan wusste. Aber dass er sie getötet hat, daran besteht kein Zweifel. Die Staatsanwaltschaft nimmt an, dass John Prenti zu Carla Braun hinüberging, nachdem er sich vergewissert hatte, dass ihr Verlobter zur Arbeit gegangen war. Maybe we can have you over for dinner. Carla ist am Telefon, als es klingelt. Hello? Wait a second, I just heard something at the door. Let me call you back. John Prenti steht in der Tür. Doch Carla will ihn nicht reinlassen. Sie weist seine Annäherungsversuche zurück und es kommt zum Kampf. I want you to leave now. Er zwingt sie in den Keller und schlägt sie mit dem Tablett. Dann beißt er in ihre Schulter und erwürgt sie. Prenti inszeniert den Tatort so, dass es nach sexueller Misshandlung aussieht. Aber als er ihre Kleidung wechselt, macht er einen Fehler. Er knöpft den obersten Knopf ihres Pullovers zu. Der erste Hinweis, dass die Szene inszeniert ist. Es sind Dinge, die dann natürlich in der Hektik des Geschehens nicht sauber durchdacht sind und dann insofern Lücken entstehen oder Dinge passieren, die dann erklärt werden müssen, die also jeden erfahrenen Fallanalytiker stutzig machen. Was ist denn hier eigentlich passiert? Und dass man dann zu dem Schluss kommt, hier hat jemand versucht, uns in die Irre zu führen. Dann bindet er ihre Hände mit einem Kabel zusammen und wickelt die Strümpfe um ihren Hals. Schließlich drückt er ihren Kopf unter Wasser, während sie wahrscheinlich nur bewusstlos ist und noch lebt. Prenti versucht, die Blutflecken auf dem Sofa zu entfernen. Die Kanne versteckt er dann unter dem Holzträger der Decke. Die Kleidungsstücke, die Carla an diesem Tag getragen hat, werden nie gefunden. Vermutlich hat Prenti sie als eine Art Trophäe mitgenommen. John Prenti wird wegen Mordes verurteilt, zu 75 Jahren Haft. Der Fall Carla Braun kann nach 5 langen Jahren endlich abgeschlossen werden. He got caught because er wurde gefasst, weil die Untersuchungstechniken ihn geschlagen haben. Zunächst hatte er Glück und war davongekommen. Aber die Ermittlungsmethoden waren sein Unglück. Carlas Familie war so sehr beeindruckt von dem Bissspurenbeweis, dass sie Don Weber ein Plakat schenkten, als Zeichen ihrer Wertschätzung. Darauf stand ein Spruch von Don selbst: Du kannst durch deine Zähne lügen, aber deine Zähne lügen nicht. Und am Rand ist ein Muster von Rechtecken und Dreiecken. Das Muster der Bissabdrücke von John Prenti. Wo normale Ermittlungsmethoden versagen, da hilft die Wissenschaft. Im nächsten Fall sind selbst die Wissenschaftler auf großes Glück angewiesen. Eine Prostituierte meldet der Polizei, dass Drogendealer jemanden in ihrem Keller ermordet haben. Aber die Polizei kann keinen Hinweis auf ein Verbrechen finden. Der einzige Anhaltspunkt ist ein ausgespuckter Kaugummi. Nun hoffen die Wissenschaftler, dass der Kaugummi ihnen bei der Lösung des Geheimnisses helfen wird. Von New York City aus führt die Interstate 78 direkt nach Easton in Pennsylvania. Bei Tag stellt Easton seine malerische Innenstadt und koloniale Architektur zur Schau. Doch nachts patrouillieren die Drogenhändler in den Straßen, denn hier können sie mehr Geld verdienen als in New York City. Und mit dem Drogenhandel ist auch die Gewalt gestiegen. Am 5. August 1996 rennt die Prostituierte Kathy Sagasti zu ihren Nachbarn und sagt, dass zwei Drogenhändler sie mit einem Messer am Arm verletzt haben.
Wir kannten Kathy Sagusti wegen Prostitution und einer Kreditkartenangelegenheit. Sie war im Grunde Crack- und Kokainabhängig. Um ihre Abhängigkeit zu finanzieren, prostituierte sie sich und beging kleinere Verbrechen. Kathy Sagusti identifiziert den 19-jährigen Corey Mayweather und den 20-jährigen Kwame Henry als ihre Angreifer. Sie berichtet der Polizei, dass sie gemeinsam Drogen genommen haben. Nach einer Auseinandersetzung verpassten sie ihr einen Messerstich. Während der Befragung erzählt Sagusti der Polizei zögernd eine weitere Geschichte. Ein Vorfall, der sich nur eine Woche zuvor bei ihr zu Hause ereignet habe. Sie erzählt, dass die beiden Drogenhändler und ein weiterer Mann namens Stanley Obis mit einem 19-jährigen Mädchen bei ihr auftauchten. Mataron Smith. Sie ist ein Drogenkurier. Und die Männer verdächtigen sie, Kokain im Werte von $2,000 gestohlen zu haben. Zwei der Männer brachten Mataron Smith in den Keller. Von der Küche aus hörte Sagusti sie weinen. Kathy Sagusti gibt zu, dass sie unter Drogen stand und nicht richtig mitbekommen hat, was geschah. Aber sie glaubt, dass Mataron Smith ermordet wurde. Später habe sie gesehen, wie die drei Männer eine große Kiste aus ihrem Keller hinausgetragen haben. Sie erzählte von einem Kampf im Keller. Sie hörte das Mädchen schreien und weinen. Dann war Stille. Danach hat sie das Mädchen nie wieder gesehen. Wir haben uns durch das ganze Viertel durchgefragt und schließlich fanden wir jemanden. Ein paar Sekretärinnen hatten durchs Fenster drei schwarze Männer beobachtet, die eine große, offensichtlich schwere Kiste trugen. Aber die Polizei ist misstrauisch. Aus mehreren Gründen. Erstens kann sie in Kathy Sagustis Keller kein Blut und nicht den kleinsten anderen Hinweis auf ein Verbrechen finden. Und zweitens gibt es in keinem Einwohnermeldeamt einen Eintrag über eine 19-jährige Mataron Smith. Als die Polizei Corey Mayweather festnimmt, weil er auf Kathy Sagusti eingestochen hat, leugnet er, Mataron Smith zu kennen. Ohne eine Tote, noch irgendeinen anderen Beweis, bleiben der Polizei nur die Verdächtigungen einer Drogenabhängigen. Seit Kathy Sagustis Aussage sind 2 Wochen vergangen. Da bemerkt ein Arbeiter einen merkwürdigen Geruch auf einem nahegelegenen Friedhof. Der Geruch kommt aus einem alten Grabgewölbe. Früher wurden die Toten während der Wintermonate in Gewölben aufbewahrt, wenn der Boden zu hart war, um Gräber auszuheben. Aber dieses wurde schon lange nicht mehr benutzt. Der Mann macht eine grausame Entdeckung. Er findet den halb verwesten Körper einer schwarzen Frau. Der Leichenbeschauer Zachary Lysak war vor Ort. In dem Gewölbe war es sehr kühl und feucht. Es hatte sich ein ekelhafter Verwesungsgeruch ausgebreitet. Tausende von Fliegen flogen herum und Maden krochen über den Boden und den Körper. Die Zeitung, die sie bedeckt, ist mehrere Wochen alt. Sie hilft der Polizei aber nicht, die genaue Todeszeit festzustellen. Das Grabgewölbe war von außen verriegelt. Das beantwortete zumindest einige wichtige Fragen zur möglichen Todesursache. Sie konnte sich nicht selbst dort eingeschlossen haben, denn das Gewölbe war ja von außen verschlossen. Wir wussten also, dass jemand anderes sie dort eingeschlossen haben musste. Jemand hatte ihren Körper in das Gewölbe hineingelegt. Nichts wies auf eine natürliche Todesursache hin und nichts auf einen Selbstmord. Die Todesart wies auf ein Verbrechen hin. Sie starb mit Sicherheit nicht durch einen Unfall oder aus natürlichen Gründen. Es war Mord. Aber wir konnten nicht mehr feststellen, ob sie zum Beispiel erwürgt oder erstochen worden war, denn die Maden hatten die Halsgegend stark angefressen. Und es gab keine weiteren Anhaltspunkte. Wir wussten also nicht, ob sie erwürgt wurde. Die Polizei nimmt an, dass es der Körper von Mataron Smith ist, der 19-jährigen Drogenkurierin.
Aber gerichtsmedizinische Tests widerlegen sogleich diese Annahme. Das Opfer ist nämlich viel jünger als 19 Jahre. Zahnanalysen sind die sicherste Methode, das Alter von Gewaltopfern zu bestimmen. Dr. Klaus Grundmann ist forensischer Odontologe. Als BKA-Sachverständiger beschäftigt er sich seit Jahren mit der Identifizierung von Leichen anhand des Gebisses. Bei Kindern bis 12 Jahren sind häufig Milchzähne nachweisbar. Ob es sich um einen jungen Erwachsenen oder einen älteren Erwachsenen handelt, können wir häufig an der Beschaffenheit des Zahnbettes feststellen, ob dort Erkrankungen vorliegen oder nicht. Gleichzeitig sagt auch die Helligkeit eines Zahnes etwas über das Lebensalter aus. Die Zahnanalyse ergibt, dass das Opfer gerade in den Anfängen seiner Pubertät war. Die Identität der Toten bleibt zunächst aber ein Rätsel. Die Ermittler konzentrieren sich deshalb auf den Todeszeitpunkt. Der einzige Beweis, den sie haben, sind die Insekten auf dem Totenkörper. Dr. Mark Benecke ist einer der wenigen forensischen Entomologen weltweit. Als Biologe liest er einen Tatort anders als die Ermittler der Mordkommission. Sein Spezialgebiet sind Insekten. Denn häufig finden die eine Leiche lange vor der Polizei. Unter Optimalbedingungen, wenn es also weder stürmt noch schneit und auch alle Fenster in Wohnungen offen sind oder man im Freien den Tieren frei zugänglich ist, kann in Ausnahmefällen die Besiedlung zumindest mit Eiern, mit Schmeißfliegeneiern, schon relativ früh beginnen, zum Teil sogar schon nach Minuten. Es hängt aber total von den Umweltbedingungen ab, es kann auch Stunden oder auch Tage dauern. Die Formia regina ist bekannt als schwarze Schmeißfliege. Sie kommt gewöhnlich während des Sommers in ländlichen Gebieten vor. Larven der Schmeißfliege findet man auf der Leiche. Da die Umweltbedingungen wichtige Faktoren sind, erkundigt man sich nach dem Wetter der letzten Monate. Denn mit diesen Angaben lassen sich exakte Berechnungen anstellen. Die Wachstumsrate dieser Tiere ist gut bekannt, wenn man die Umweltbedingungen kennt, vor allen Dingen die Temperatur und die Luftfeuchte. Man kann diese kleinen Tiere also als eine Art Uhr benutzen, wie lange die Leiche schon besiedelt wurde. Als einfaches Beispiel, je größer die Made ist, umso länger hat sie auf der Leiche gefressen, umso länger muss die Leiche auch am Fundort gelegen haben. Die Larven befinden sich im dritten Entwicklungsstadium. Daraus ergibt sich, dass das Opfer zwischen dem 27. und dem 28. Juli in das Grab gelegt wurde. Nach Kathy Sagastis Vermutung hat sich auch exakt zu dieser Zeit der Mord in ihrem Keller ereignet. Aber wenn das Opfer nicht Matteron Smith ist, wer ist es dann? Als die Polizei den halb verwesten Körper eines Mädchens in einem Grabgewölbe entdeckt, gibt es genau einen Hinweis auf seine Identität. Eine Zahnuntersuchung ergibt, dass das Opfer erst 13 Jahre alt ist. Die Polizei führt daraufhin eine landesweite Computersuche durch. Bei der Fahndung nach der Identität der Leiche findet der Computer unter anderem den Namen Rikessa Williams. Rikessa Williams kommt aus einer Familie aus der Mittelschicht von Long Island. Sie ist von zu Hause weggelaufen. Ihre Eltern haben sie vor einigen Wochen vermisst gemeldet. Um ihre Identität zu klären, vergleicht man Röntgenbilder ihrer Zähne mit denen des Opfers. Es war eine schwierige Untersuchung, doch zum Glück hatte Rikessa kleine Kratzer auf ihren oberen Vorderzähnen. Und als wir die Tote untersuchten, bemerkten wir dieselben Kratzer. Somit war unsere Schlussfolgerung, dass die Tote mit hoher Wahrscheinlichkeit Rikessa Williams war. Als die Polizei Kathy Sagasti das Foto von Rikessa Williams zeigt, bestätigt sie, dass sie dieses Mädchen für die 19-jährige Matteron Smith hielt. Nachdem sie von zu Hause weggelaufen war, hat Rikessa Williams ihr Alter und ihre Identität geändert. Die Grundschule hatte sie beendet, doch dann ging sie nur noch unregelmäßig zur Schule. Nach dem Tod ihres Vaters fängt Rikessa an zu rebellieren und wird zu einem Problemfall. Statt zur Schule zu gehen, gerät sie in die Drogenszene und dient als Kurier zwischen New York und Pennsylvania. Dort lernt sie Corey Mayweather, Kwame Henry und Stanley Obis kennen.
Kathy Sagasti sagt aus, dass Mayweather und Henry Rikesser beschuldigten, Kokain gestohlen zu haben. Stanley Obis hielt sie ihrer Schilderung nach davon ab, in den Keller runterzusteigen. Während der folgenden Stunden nimmt Mayweather mehrere Gegenstände aus der Küche, bevor er wieder im Keller verschwindet. Von dem eigentlichen Mord hat Kathy Sagasti nichts gesehen, denn zu diesem Zeitpunkt steht sie unter Drogen. Corey Mayweather ist in Haft, weil er Kathy Sagasti mit einem Messer verletzt hat. Doch er leugnet, am Mord beteiligt gewesen zu sein. Miss Sagasti konnte uns nicht erzählen, was da unten geschehen war. Aber sie hörte die Stimme von Rikesser. Sie hörte, wie jemand geschlagen wurde und wie dieses junge Mädchen darum bat, damit aufzuhören, was auch immer sie da unten taten. Und irgendwann war es ruhig. Teile von Sagastis Geschichte werden nach der Durchsuchung ihres Hauses bestätigt. Mehrere Küchenutensilien, die Ergebnisse sind positiv, was zu der Annahme führt, dass sie als Folterinstrumente benutzt wurden. Im Keller werden auch Haare gefunden. Sie stammen von Rikesser Williams. Dieser Fall war von Anfang an ein Indizienbeweisfall. Obwohl uns Kathy Sagasti sagen konnte, dass sie diese drei Männer kannte und Rikesser Williams Ende Juli bei sich zu Hause gesehen hatte. Aber keiner konnte sagen, was sich in dem Keller abgespielt hatte. Die Polizei hat Vermutungen, aber sie hat keine Beweise gegen die drei Beschuldigten. Deshalb kehren einige Wochen nach dem Fund der Leiche Experten für Spurensuche noch einmal zum Friedhof zurück. Mit Filtern durchsieben sie den Schutt auf dem Boden des Gewölbes und finden etwas Eigenartiges: einen ausgespuckten Kaugummi. Er lag schon seit 10 oder 15 Tagen dort herum. Als wir ihn fanden, war er hart wie Stein, aber noch sehr gut erhalten. Der Kaugummi ist völlig ausgetrocknet. Und es scheint so, als wären Zahnabdrücke drauf. Wenn sich das bewahrheiten sollte, lassen sich vielleicht sogar Rückschlüsse auf den Täter ziehen. So wäre nicht nur das Opfer durch die gerichtsmedizinische Zahnheilkunde identifiziert worden, sondern vielleicht auch sein Mörder. Zahneindrücke, die einen Täter überführen können, sind an Kaugummis oder Äpfeln nachweisbar. Die Zahnimpressionen von auffälligen Zahnstellungen können problemlos mit Gips ausgegossen werden. Die dann erhaltenen Gipsmodelle können für Vergleichszwecke beim potenziellen Täter eingesetzt werden. Die Ermittler haben weitere Neuigkeiten. Corey Mayweather nimmt nicht nur regelmäßig Drogen, sondern kaut ständig Kaugummis der Marke Big Red. Polizeibeamte erinnern sich auch, dass er einen Big Red Kaugummi kaute, als sie ihn zu Rikesser Williams Mord befragten. Nun stellt sich die Frage, ob das als Beweismittel ausreichen wird. Der Kaugummi wird zu einem DNA-Test geschickt, um herauszufinden, ob er den Speichel von einem der Verdächtigen enthält. Aber gleich darauf wird den Untersuchungsbeamten klar, dass sie einen Fehler gemacht haben. Denn beim DNA-Test müssen die Wissenschaftler ein Stück vom Kaugummi entfernen. Aber dadurch werden die Zahnabdrücke verändert oder sogar zerstört. Glücklicherweise können die Ermittler den Kaugummi noch vor Beginn des DNA-Tests zurückbekommen und sie schicken ihn stattdessen zu dem Kriminalzahnmediziner Dr. Dennis Eisen. Den Kaugummi nicht zu verändern und dennoch zu untersuchen, ist nun seine Aufgabe. Mein Problem war, wie ich wohl am besten eine Kopie von diesem Kaugummi erstelle, ohne den Beweis zu zerstören. Zuerst friert Dr. Eisen den Kaugummi ein. Dann versucht er, eine Kopie herzustellen. Dazu rührt er eine spezielle Masse an, Alginat. Die Alginatmischung gießt er in eine Form und drückt den eingefrorenen Kaugummi leicht hinein. Als er ihn wieder herausnimmt, hinterlässt der Kaugummi einen Abdruck in der Form, eine negative Kopie. In den Abdruck spritzt er Polyvinyl. Dieser Kunststoff härtet schnell aus, bleibt aber dennoch biegsam. Durch diesen Prozess entsteht ein festes, praktisch unzerstörbares Duplikat, eine Kopie des am Verbrechensort gefundenen Kaugummis.
Jetzt muss er dieses Exemplar mit dem Zahnabdruck von Corey Mayweather vergleichen. Wie bei einem Puzzlespiel versucht er, es überall auf dem Zahnabdruck einzusetzen, bis er die passende Stelle findet. Mr. Mayweather hatte einen etwas gekreuzten Biss. Ein Zahn stand außerhalb und bildete eine Art Stufe in seiner Zahnreihe. Diese Stufe fand ich auch in dem Kaugummi und ich konnte ihn exakt einsetzen. Das war ziemlich eindeutig. Dr. Eason vermutet, dass der Kaugummi aus Mayweathers Mund gefallen ist, als er Rikessa Williams' Körper in das Grabgewölbe trug. Wenn er ihn ausgespuckt hätte, wären die Bissspuren möglicherweise verformt worden. Die Staatsanwaltschaft ist der Überzeugung, dass die Männer Rikessa Williams zu Sagastis Wohnung gebracht haben, um sie über das fehlende Kokain auszufragen. Im Keller foltern die Männer sie mit verschiedenen Kücheninstrumenten. Da im Keller aber keine Blutspuren gefunden werden, vermuten die Ermittler, dass Rikessa Williams sehr wahrscheinlich erwürgt wurde. Williams' Körper ist zweifellos in der großen Kiste, die die Männer aus Sagastis Keller heraustragen. Als Corey Mayweather Rikessa Williams' Körper in das Grabgewölbe trug, macht er den Fehler und lässt den Kaugummi versehentlich aus dem Mund fallen. Genau das beweist, dass er am Fundort der Leiche gewesen ist. Den Zeitpunkt, wann genau die drei Männer die Leiche auf den Friedhof brachten, konnten die Gerichtsmediziner ablesen aus dem Stadium der Insektenlarven auf dem toten Körper. Dieser Zeitpunkt überschneidet sich wiederum genau mit dem Datum, an dem Kathy Sagasti Williams in ihrer Wohnung sah. Es ist nicht vorhersagbar, in welchen Fällen eine Leichenliegezeitbestimmung oder für den Kriminalisten dann auch eine Todeszeitbestimmung möglich ist oder nicht. Man kann immer nur sagen, als Biologe trete ich an dieses biologische System heran, schaue mir alles an, was ich finde und vielleicht kann ich auch mal eine Leichenliegezeitbestimmung durchführen. Vielleicht komme ich aber mit einem ganz anderen Ergebnis, nachdem ihr mich zwar gar nicht gefragt habt, was euch aber trotzdem in den Ermittlungen hilft. Die Larven der Schmeißfliege, der Kaugummi und Sagastis Zeugenaussage überführten Corey Mayweather als Mörder. Er hatte geglaubt, davon zu kommen, bis der Kaugummi-Beweis kam. Das hat ihn fertig gemacht. Die Verteidigung hatte ihren eigenen Spezialisten, aber der kam zu demselben Ergebnis wie wir. Seine Zähne haben ihn verraten. Das zeigt einfach, wie wichtig der Tatort selber ist. Man muss sich einfach genügend Zeit nehmen, ihn gründlich zu untersuchen und wirklich jedes kleinste Beweisstück zu beachten. Es kann etwas scheinbar völlig Belangloses sein, ein Kaugummi oder eine Zigarette. Aber es kann helfen, einen Verdächtigen zu identifizieren. Dieser Fall beweist es. Die Ermittler hatten großes Glück, dass sie sich gerade noch rechtzeitig für eine Zahnanalyse vor dem DNA-Test entschieden haben. Denn die DNA-Tests, die später zur Feststellung des Speichels an dem Kaugummi durchgeführt wurden, waren ergebnislos. Wenn erst der DNA-Test durchgeführt worden wäre, dann wären die Zahnabdrücke zerstört worden und die Staatsanwälte hätten ihr einzig sicheres gerichtsmedizinisches Beweismittel verloren. Der Glücksfall war einfach, dass wir nicht nur das Kaugummi gefunden haben, sondern dass Barry Golaseski überhaupt auf die Idee kam, den Kaugummi mit dem Fall in Verbindung zu bringen. Noch mehr Glück hatten wir, weil das Kaugummi gut erhalten war und wir einen Verdächtigen hatten. Wenn der Verdächtige vorher verschwunden wäre, hätten wir es nicht herausbekommen. Und genau dann setzt die Wissenschaft ein, wenn die Beweise vorliegen. Mit Hilfe der Wissenschaft und der Technik testen wir alles Mögliche und gelangen schließlich zu den richtigen Schlussfolgerungen. Im Oktober 1998 bekennt sich Corey Mayweather schuldig und entgeht somit der Todesstrafe. Er wird zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe verurteilt. Er belastet auch seine zwei Komplizen. Kwame Henry wird allerdings erst 2 Jahre später in Trinidad festgenommen und ebenfalls zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe verurteilt. Stanley Obes wurde nie gefasst und ist noch immer auf freiem Fuß. Diejenigen, die in diesem Fall ermittelt haben, waren erleichtert über die Richtersprüche und hoffen noch immer, auch den dritten Täter zu finden und zu überführen. Denn selbst die hartgesottenen Beamten waren entsetzt und berührt von diesem außergewöhnlich grausamen Fall.
Schließlich ist sie immer noch das Kind von jemandem. Kinder sind eben manchmal leichtsinnig und einige sind ihrem Alter deutlich voraus. Auch Rikessa wollte ihren Kopf durchsetzen. Leider wird sie keine zweite Chance mehr bekommen, ihre Fehler zu korrigieren. Sowas ist das Ergebnis von Drogen und Drogenhandel, denke ich jedenfalls. Diese Leute sind sehr gefährlich und schneiden dir den Hals durch, wenn du ihnen in die Quere kommst. Und ein junges Mädchen wie Rikessa war, selbst wenn sie die Gesetze der Straße kannte, mit ihren 13 Jahren noch ein Kind und wusste nicht, in was sie hineingerät, als sie leider den falschen Leuten begegnete. Die rechtsmedizinischen Wissenschaften haben schließlich den entscheidenden Beweis erbracht, sodass zwei der drei Täter überführt und verurteilt werden konnten. Sacramento, Kalifornien. Irgendwann nach Mitternacht. Stephanie Brown bringt ein paar Freunde nach Hause. In diesem Teil der Stadt kennt sie sich aber nicht aus. Die Freunde empfehlen Stephanie für den Heimweg, die Hauptverkehrsader von Kalifornien zu nehmen, die Interstate 5 nach Norden. Trotz der Anweisungen schlägt sie die falsche Richtung ein. Was dann passierte, lässt sich nur mit Hilfe von Wissenschaft und Psychologie rekonstruieren. In einer Gebirgsgegend außerhalb von Sacramento macht ein Fischer eine grausige Entdeckung. Er findet den halbnackten Körper einer jungen Frau. Sie liegt in einem überschwemmten Bewässerungsgraben. An ihrem Hals erkennt man eine tiefrote Verfärbung. Ein Anzeichen dafür, dass sie erwürgt wurde. Es war ein sehr abgelegenes Gebiet in der Nähe eines Kornfeldes. Es gab weder Häuser noch sonstige Anzeichen von Zivilisation. Und darüber war sie sich während der Fahrt bestimmt bewusst. Wir wissen nicht, wie lange er mit ihr spielte und sie attackierte. Wir wissen nicht, wie lange es dauerte, bis er sie tötete. Die beiden Schulterriemen ihres Oberteils sind durchtrennt und das Rückenteil ist von oben bis unten aufgeschnitten. Offensichtlich wurde das Opfer gefesselt. Kleinere Äste und Blätter unter ihrem BH lassen auch vermuten, dass sie nach ihrem Tod zum Graben geschleppt wurde. Die Polizei findet eine Schere in der Nähe ihres Körpers. Sie vermutet, dass ihre Kleidung damit zerschnitten wurde. Bei der Autopsie findet man auch Spuren von Sperma. Doch für einen DNA-Test sind die Proben unbrauchbar. Das Opfer wird als die 19-jährige Stephanie Brown identifiziert. Als die Ermittler auf diesem Familienvideo sehen, dass Stephanie langes Haar hatte, erkennen sie, dass der Mörder es abgeschnitten hat. Ray Biondi leitet die Mordkommission von Sacramento. Mein erster Gedanke war, wir haben es mit einem perversen Fetischisten zu tun, der Haare abschneidet. In 100 anderen Mordfällen hatte ich so etwas noch nie gesehen. Hat er die Haare abgeschnitten, um sie als Trophäe oder Souvenir mit nach Hause zu nehmen? Wir wussten es nicht. Wir hatten alle bei diesem Fall den gleichen Gedanken. Wir müssen den Mörder dringend finden, denn er wird weiter töten. Stephanie Browns Auto wird 20 Meilen entfernt von der Interstate 5 gefunden. Es zeigt aber in die falsche Richtung. Vermutlich hatte sich Stephanie verfahren. Eine Autopanne hatte sie jedenfalls nicht. Auch der Tank ist fast voll. Nur einen Monat später ereignet sich ein weiterer Vorfall entlang der Interstate 5. Die 26-jährige Charmaine Sabra und ihre Mutter waren zum Abendessen in einem Restaurant. Auf dem Heimweg bleibt ihr Auto auf einem einsamen Stück der I-5 liegen. Ein Mann in einem schwarzen Sportwagen hält und bietet seine Hilfe an.
Der Sportwagen ist aber ein Zweisitzer. Deshalb entscheiden Mutter und Tochter, dass Charmaine mitfahren soll, um Hilfe zu holen. Das ist das letzte Mal, dass ihre Mutter sie sieht. Ein paar Monate später. Wiederum in den Ausläufern des Sierra Nevada Gebirges in Kalifornien. Ein Jäger findet die extrem verwesten Körperreste einer jungen weißen Frau. Die Überreste sind von Tieren verstreut worden, aber die Ermittler finden neben Schädel und Rumpf auch einige Kleidungsstücke. Die Kleidung ähnelt der von Charmaine Sabra, die vor 3 Monaten auf der Interstate 5 verschwunden war. Bis zu diesem Tag fehlte jede Spur von ihr. Die Todesursache ist Erwürgen. Der Saum ihrer Bluse ist herausgeschnitten. Zusammen mit einem Stück gelber Nylonschnur diente er als Strick. Auch Teile ihrer Strumpfhose sind herausgeschnitten und um ihre Handgelenke gebunden. Die Unterhose des Opfers und die Schulterriemen ihres BH sind ebenfalls zerschnitten. Der Kriminologe Jim Streeter analysiert die Kleidung. So zerschnittene Kleidungsstücke hatte ich bis dahin überhaupt noch nicht gesehen. Dieses Verhalten war vollkommen neu und auch andere Ermittler, mit denen ich sprach, haben mir das bestätigt. In jedem anderen Fall hätte das Zerschneiden einen Sinn. Aber hier war es so ungewöhnlich, dass es zur Visitenkarte des Mörders wurde. Diese scheinbar sinnlose Handlung war die Unterschrift des Mörders. Genau wie Stephanie Brown wird auch Charmaine Sabras Körper mehr als 50 Meilen von der Stelle entfernt gefunden, an der ihr Wagen liegen geblieben war. Charmaines Mutter kann den Fahrer nicht detailliert beschreiben. In der Dunkelheit hat sie ihn nicht erkannt. Woran sie sich erinnert, ist lediglich, dass es ein weißer Mann um die 40 war, mit großer Nase und blasser Haut. Bruce Henderson beschreibt die Spitzfindigkeit dieses Mörders in seinem Buch Trace Evidence – Spurensicherung. Er hat die Polizei an der Nase herumgeführt, denn er schleppte seine Opfer über große Entfernungen und hinterließ saubere Tatorte, das heißt ohne Fingerabdrücke oder irgendetwas anderes, das ihn in Verbindung mit dem Verbrechen oder dem Opfer bringen könnte. 2 Wochen später wird die Polizei erneut alarmiert. Ein weiterer Mord, 35 Meilen südöstlich von Sacramento. Es ist der verweste Körper einer weißen Frau. Er liegt nur ein paar Meilen von der Stelle entfernt, wo auch Stephanie Browns Körper hingeworfen wurde. Sie war mit ihrem eigenen Hemd an Händen und Füßen gefesselt worden. Ihre Arme waren auf den Rücken gebunden und das Hemd war auch um ihren Hals geschlungen. Damit wurde sie erwürgt. Ihr rückenfreies Top und ihre Strümpfe sind auf dieselbe scheinbar sinnlose Art zerschnitten. Anhand von Zahnuntersuchungen wird die Leiche identifiziert. Es ist die 20-jährige Laura Hiddick. Das letzte Mal vor ihrem Tod wird Laura in einem Rotlichtbezirk in Sacramento gesehen. Dort ist sie mit ihrem Freund zusammen, James Driggers. Die beiden brauchen Geld für Drogen. Und Driggers erzählt der Polizei anschließend, dass Laura mit Prostitution einverstanden war. Laura fährt mit einem Kunden weg, in einem weißen Auto. James Driggers sagt, dass er sie nie wieder sah. Aber Driggers macht einen Lügendetektortest und fällt durch. Ist er ihr Freund oder ihr Mörder? Die ersten, die du aussondern musst, sind die um das Opfer herum. Aber obwohl die Polizei nun einen Verdächtigen hat, gehen die Ermittlungen weiter. Man will dem Mörder eine Falle stellen, mit als Prostituierte verkleideten Lockvögeln. Doch trotz aller Bemühungen geschehen weitere Morde. Auf einem Pfad im entlegenen Wald von Deer Creek entdecken Wanderer eigenartige Blutspuren. Sie gehen den Spuren nach und finden den nackten Körper einer weißen Frau. Sie wurde in Hals, Brust und Schulter gestochen. Ihr Hemd, ihre Shorts und ihre Unterwäsche sind auf dieselbe sinnlose Weise zerschnitten wie bei den anderen Fällen. Das Opfer wird als die 25-jährige Karen Finch identifiziert. Sie ist geschieden und Mutter einer 2-jährigen Tochter.
Ihr Auto wird in der Nähe der Interstate 5 gefunden, völlig funktionsfähig. Doch diesmal machen die Ermittler noch eine weitere Entdeckung. Da war ein Stück Klebeband in ihrem Haar. Und da wussten wir, genau das passierte auch bei Stephanie Brown. Deshalb hat er ihre Haare abgeschnitten. Wie in den anderen Fällen trieb er sein Opfer vermutlich vor sich her, gefesselt und geknebelt mit einem Klebeband. Normalerweise entfernt er später das Klebeband, aber dieses Mal geht etwas schief. Wahrscheinlich wehrte sich Karen Finch energisch. Das macht den Mörder unsicher und er ersticht sie mit der Schere. Seine anderen Opfer hat er alle erwürgt. Eilig verlässt er dann den Tatort, ohne allerdings das Klebeband vollständig zu entfernen. Einige Wochen später findet die Polizei ein weiteres Opfer. Der nackte und verweste Körper der 17-jährigen Darcy Frackenpole liegt in einem verlassenen Gebiet abseits des Highways in der Nähe des Lake Tahoe. Darcy Frackenpole ist eine Ausreißerin, die als Prostituierte in Sacramento arbeitete. Ihre Strumpfhose steckt in ihrem Mund und die Kleidungsstücke sind wahllos zerschnitten. Die Todesursache ist Erwürgen. Ihre Bluse ist mit einer Art Wirkschraube um ihren Hals gebunden. In der Nähe ihrer Kleider findet man auch Teile von einem Strick. Er hatte im Grunde Spaß mit ihr, mit dieser Wirkschraube um ihren Hals. Er hat sie vermutlich hin und her gezogen. Mal sollte sie stehen bleiben, dann wieder gehen. Sie musste immer das tun, was er sagte, und sie hoffte, dass er ihr dann nichts tun würde. Aber am Ende erwürgte er sie. Der Strick, den man am Tatort findet, ist aus Nylon. Nach langer Recherche findet die Polizei heraus, dass ein solcher Strick für Fallschirme benutzt wird. James Driggers fiel zwar durch den Lügendetektortest, doch nun wird er nicht länger verdächtigt. Zum Beispiel hat er kein Auto, um die Opfer zu den abgelegenen Orten zu schleppen. Er hat auch keine Verbindung zu Fallschirmen. Die Akte Driggers wird geschlossen. Jetzt konzentriert sich die Mordkommission wieder auf die Unterschrift des Mörders. Aus irgendeinem Grund ist das Zerschneiden der Kleider wichtig für ihn. So wichtig, dass er es bei all seinen Mordfällen tut. Der Kriminalist und Buchautor Stefan Harbord ist Fachmann für solch auffälliges Täterverhalten. Harbord hat alle Morde deutscher Serienmörder analysiert, von 1945 bis heute. Dadurch hat er zahlreiche Täterprofile erarbeitet. Dieses Wissen ist Grundlage für mehrere Bücher über Fallanalysen oder Profiling. Das Zerschneiden der Opferkleidung in einer bestimmten Art und Weise deutet darauf hin, dass diese Handlung für den Täter von zentraler Bedeutung war. Es ist davon auszugehen, dass sie einen besonderen emotionalen Kick für ihn bedeuten. Aus kriminalpsychologischer Sicht ist diese Handlung besonders beachtenswert, weil die sexuelle Perversion des Fetischismus durchschimmert. Sexualität und Ritual. In diesem Fall ist die Verbindung tödlich. Insbesondere sadistisch oder fetischistisch veranlagte Serienmörder neigen dazu, durch bestimmte Tathandlungssequenzen, die rituellen Charakter haben, ein bestimmtes Tatmuster zu zelebrieren, das sie dann als Serientäter kennzeichnet. Auch für seine amerikanischen Kollegen steht fest, der Täter ist ein geistig labiler Serienmörder. Seine Unterschrift besteht aus den zerschnittenen Kleidungsstücken. Doch dann werden die Ermittler auf einen Fall aufmerksam, der schon über 20 Jahre zurückliegt. Ist es möglich, dass dieser Mann der meistgesuchte Massenmörder in Kalifornien ist? Die Fahndung nach einem Serienmörder in Kalifornien nimmt eine unerwartete Wendung. Deborah Guffey ist eine Straßenprostituierte im Zentrum von Sacramento. Eines Abends steigt sie in das Auto eines Freiers. Die beiden fahren auf einen Parkplatz. Nachdem er das Auto geparkt hat, wird der Freier gewalttätig.
Er schlägt ihren Kopf gegen das Armaturenbrett und versucht, ihr Handschellen anzulegen. Doch irgendwie schafft es Deborah Guffey zu fliehen. Zufällig ist eine Polizeistreife in der Nähe, bemerkt den Überfall und nimmt den Angreifer fest. Der Mann heißt Roger Kibbe. Er ist 48 Jahre alt, Leiter eines öffentlichen Lagerhauses, verheiratet und hat eine Tochter aus früherer Ehe. Die Polizei forscht in der Vergangenheit von Roger Kibbe und entdeckt, dass er vor 30 Jahren, also im Alter von 15, schon einmal verhaftet wurde. Er stahl Unterwäsche von einer Wäscheleine und zerschnitt sie sinnlos und wahllos mit der Schere seiner Mutter. Das Westfälische Zentrum für forensische Psychiatrie in Eichelborn. Dr. Michael Osterheider befasst sich schon seit Jahren mit der abnormen Psyche von Gewalttätern. In der Regel handelt es sich hierbei um Personen, die relativ große Schwierigkeiten haben, Kontakt aufzunehmen, also zu kommunizieren. Wir sprechen von randständigen, sozial gehemmten Personen, die über den Umweg über ein Objekt, in dem Fall Kleider, einen Zugang finden zu etwas, was ihre Begierde erregt. In der Regel handelt es sich dabei um Personen, die Schwierigkeiten haben, Kontakt zum Beispiel zu Frauen aufzunehmen und den Fetischismus als ihre Form der sexuellen Befriedigung erleben. Roger Kibbe hatte ein schlechtes Verhältnis zu Frauen, wie er der Polizei mitteilte, besonders zu seiner Mutter. Wenn wir gerade auch bei unserem Patienten in die Biografie zurückgehen, sehen wir häufig frühe Störungsmuster in der Kindheit schon durch Verhaltensauffälligkeiten, teilweise medizinisch-psychologischer Art, Bettnässen, Sprachverzögerung wie Stottern etc. und Schulversagen, frühe Delinquenz, also Diebstähle kleineren Umfanges oder auch ganz bedeutsam Tierquälereien, die dann ein bestimmtes Ausmaß annehmen können. Eine Überraschung für die Polizei. Roger Kibbe ist Fallschirmspringer. Und an einem der Tatorte fand man einen Fallschirmstrick. Kibbes Bruder ist bei der Mordkommission in Nevada. Noch ein Hinweis, der die Polizei aber nicht verwundert. Sie vermutet bereits, dass der Mörder sich mit Techniken der Verbrechensaufklärung auskennt. Roger Kibbe hat zwei Autos. Das eine ähnelt dem, in das Charmaine Sabra stieg. In dem anderen findet die Polizei ein Stück Strick, an dessen Ende eine Würgeschraube befestigt ist. Des Weiteren ein paar Handschellen und eine Schere. Wir wussten, wer unser Mörder war. Es war Roger Kibbe. Aber uns fehlte der Beweis, ihn des Mordes zu überführen. Die Toten liefern wenige Beweise. Das Sperma, das man auf den Opfern findet, war entweder verrottet oder durch Regen und Schnee weggespült. Die Kriminologin Faye Springer ist eine Expertin in Trace Evidence, ein Verfahren, Verdächtige oder Opfer mit Tatorten in Verbindung zu bringen. Faye Springer untersucht Tausende von Haaren, Fasern und sonstiges Material, das man auf den Kleidern der Opfer fand. Auf Darcy Frackenpools Kleid findet sie zwei Teppichfasern. Sie sind blau, dreieckig und aus Nylon. Als sie diese Fasern mit den Fußmattenfasern in Roger Kibbes Auto vergleicht, entdeckt sie, dass sie die gleiche Farbe, die gleiche Größe und die gleiche Form haben. Außerdem bestehen sie aus demselben Polymer und sind mit denselben Chemikalien gefärbt. Und als Faye Springer näher hinsieht, entdeckt sie noch etwas anderes auf den Fasern. Als ich die Fasern unter dem Mikroskop betrachtete, bemerkte ich Verunreinigungen auf der Oberfläche. Es war ein eiförmiges Teilchen, das sich später als pilzartige Spore herausstellte. Die gleichen Pilzsporen befinden sich auf den Fasern der Fußmatte in Kibbes Auto. Das menschliche Haar, das auf einem der Kleider der Opfer gefunden wird, ähnelt mikroskopisch gesehen dem Haar, das man von Kibbes Oberschenkel nimmt. Springer findet außerdem Haare von zwei Hunden und einer Katze auf diesem Kleid. Roger Kibbe hat zwei Hunde und eine Katze. Schließlich untersucht die Kriminalistin die Strumpfhose, mit der Charmaine Sabras Handgelenke festgebunden wurden. Und sie bemerkt etwas, das vorher übersehen wurde. Manchmal ist es ein Vorteil, in diesem Job eine Frau zu sein. Dann weiß man zum Beispiel, dass Strumpfhosen auf links gedreht sind, wenn man sie auszieht. Männer können das nicht wissen, es sei denn, sie ziehen eine Strumpfhose an.
Als sie die Strumpfhose wieder umdreht, entdeckt Faye Springer viele kleine Fasern, besonders auf der hinteren Oberschenkelseite. Als sie diese Fasern mit denen auf Kibis Beifahrersitz vergleicht, stellt sie eine mikroskopische Ähnlichkeit fest. Zum Schluss untersucht sie die Teile des Seils, die man in Kibis Auto und in seinem Lagerschuppen fand. Beim ersten flüchtigen Blick scheinen sie identisch zu sein mit dem Strick, der in der Nähe von Darcy Frackenpools Körper gefunden wurde. Alle bestehen aus weißem Nylon mit 6 Fasern und 32 Einzelfäden. Aber als Faye Springer sich den Strick unter dem Mikroskop genauer anschaut, bemerkt sie etwas Seltsames. Ich sah etwas rote Farbe und ein paar schwarze Teilchen auf dem Strick. Und die gleichen Farbteilchen sah ich auf dem anderen Stück, das bei Darcys Leiche gefunden wurde. Dadurch war eine fast untrügliche Verbindung zwischen Roger Kibbe und Darcy Frackenpool hergestellt. Aber die Farbteilchen sind winzig, nur ungefähr 6 Mikrone groß, der 6-millionste Teil eines Meters. Erst unter einem Elektronenmikroskop gelingt eine umfassende Analyse der anorganischen Bestandteile der Farbe. Man findet 10 unterschiedliche Elemente, durchaus üblich in der chemischen Zusammensetzung von roter Acrylsäurefarbe. Aber man findet noch 2 weitere ungewöhnliche Elemente, Natrium und Chlor. Das sind Luftverunreinigungen. Und die finden sich auf allen 3 Teilen des Stricks, ebenso die rote Farbe. Sie ist offensichtlich in der Nähe des Stricks versprüht worden. Damit liefert die Wissenschaft den notwendigen Beweis. Der Strick, der bei Darcy Frackenpools Körper gefunden wurde, und die Stricke, die in Roger Kibbes Auto und in seinem Lagerschuppen gefunden wurden, müssen dicht nebeneinander gelegen haben, als jemand offensichtlich eine rote Acrylsäurefarbe aus einer Dose versprühte. Der Strick war im Grunde der Gnadenstoß in all den Fällen. Auf den 3 Schnüren war dieselbe rote Farbe und das bedeutete, dass Roger Kibbe am Tatort von Darcy gewesen ist. Ich sagte, meine Damen und Herren, er steckt in der Klemme, er ist schuldig. Der Mord an Darcy Frackenpool ist aufgeklärt. Roger Kibbe wird schuldig gesprochen und zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Die anderen Morde können Kibbe bisher nicht nachgewiesen werden. Roger ist nur wegen eines Mordes im Gefängnis. Es muss noch eine weitere Verhandlung geben. Auch die anderen Familien brauchen eine Versöhnung vor Gericht. Der Polizei ist aber eines entgangen. Kibbe hat seiner Frau alles gestanden, und zwar schon am Abend seiner Festnahme. Bis zu diesem Abend hatte ich nicht gewusst, dass er mit den Morden etwas zu tun hatte. Aber als er verhaftet wurde, saß ich neben ihm im Polizeiwagen. Und da erzählte er mir, dass er 5 Menschen getötet hat. Nein, 4, Entschuldigung, es waren 4. Ich weinte und er weinte auch. Ich fragte ihn, warum. Er sagte, er wüsste es nicht. Viele Täter empfinden Erleichterung. Bei Serientätern sieht man häufig, dass sie immer größere Risiken eingehen, sodass man das Gefühl haben kann, sie legen es darauf an, sozusagen erwischt zu werden. Einige haben uns gegenüber sehr deutlich geschildert, dass sie das als Entlastung erlebt haben, damit nichts Schlimmeres passiert. Andererseits gibt es aber auch Täter, die mit den Ermittlern spielen, Fallen legen, die ablenken wollen und die auch das Spiel sozusagen mit den Ermittlern als zusätzlichen Kick, als zusätzlichen Machtfaktor erleben. Roger Kibbe spielte mit beiden, der Polizei und seinen Opfern. Noch immer besteht die Möglichkeit, dass er auch für die anderen Morde schuldig gesprochen wird. Doch trotz aller Indizien, bisher fehlen die Beweise. Ich wünschte, ich hätte etwas tun können. Ich wünschte, ich hätte diese Morde verhindern können. Es tut mir leid. I'm sorry. Aber das Morden hat erst ein Ende, als die Wissenschaft Roger Kibbe überführen konnte. Ist im nächsten Fall ebenfalls ein Serienmörder unterwegs? Der Tod eines Highschool-Lehrers sieht zunächst nach einem Unfall aus.
Doch eine Kassette, die das Opfer nur 3 Tage zuvor aufgenommen hat, lässt Zweifel aufkommen. Durham in North Carolina. Die Stadt ist nicht nur bekannt wegen ihres historischen Kerns, der Duke University und ihrer weltberühmten Klinik, sondern auch wegen eines äußerst ungewöhnlichen Todesfalls. Russell Steger ist ein beliebter Basketballtrainer und Fahrschullehrer an der High School von Durham. Nach der Universität heiratet Russell seine Highschool-Liebe Jo Lynn. Russ war ein sehr freundlicher, mitfühlender und fürsorglicher Mensch. Er stand mit beiden Beinen mitten im Leben und er hatte ein sehr weiches Herz. Leider ist Russ Steger in seinem Privatleben nicht so erfolgreich wie im Berufsleben. Denn Russ und Jo Lynn ließen sich nach 4 Jahren Ehe scheiden. Knapp 2 Jahre später heiratet Russ die 31-jährige Witwe Barbara Ford. Er adoptiert auch ihre 2 Söhne Brian und Jason. Barbara arbeitet als Sekretärin in der Universitätsklinik von Duke. Russ arbeitet weiterhin als Lehrer und Trainer. An den Wochenenden dient er zusätzlich als Reservist der Nationalgarde und gemeinsam mit seiner neuen Frau Barbara unterrichtet er nun auch noch in der Sonntagsschule ihrer Kirche. Nach außen hin scheinen Russ und Barbara Steger eine Bilderbuch-Ehe zu führen. Aber das ändert sich in den frühen Morgenstunden eines Tages im Februar. Kurz bevor die Nachtschicht vorüber ist, erhält die Polizei einen Notruf aus dem Hause der Stegers. Sie findet Russ Steger in seinem Bett mit einer Schusswunde im Hinterkopf. Er stirbt 3 Stunden später im Krankenhaus. Sie sagte die ganze Zeit, ich habe ihn immer wegen dieser verdammten Pistole gewarnt. Barbara Steger liegt neben ihrem Mann im Bett, als der tödliche Schuss abgefeuert wird. Aus seiner eigenen Waffe. Sie sagt, dass Russ in der letzten Zeit immer mit einer 25mm Pistole unter seinem Kopfkissen schlief. Sie sagte, dass es in der Gegend Probleme mit Herumstreichern gab und hatte Angst. Deswegen hätte Russ beschlossen, mit einer Pistole unter dem Bett oder in der Nähe seines Bettes zu schlafen. Sie versuchte uns gegenüber den Eindruck zu vermitteln, dass sie dagegen war. Barbara sagt weiter aus, dass sie kurz vor der Morgendämmerung von einem ihrer Söhne, der ins Badezimmer ging, geweckt wurde. Sie befürchtet, dass Russ ihren Sohn versehentlich für einen Einbrecher halten würde und versucht deshalb, die Pistole unter seinem Kissen hervorzuholen. Dabei löst sich versehentlich ein Schuss, der Russ in den Hinterkopf trifft. Der Tod wird zu einem Unfall erklärt. Doch seltsamerweise wiederholt sich die Geschichte. Denn auch Barbaras erster Ehemann starb bei einem Schießunfall. Er war dabei, seine 25mm Pistole zu reinigen, als sich versehentlich ein Schuss löst und ihn in die Brust trifft. Barbara Steger wird zum 2. Mal Witwe. Wieder durch einen Schießunfall. Die Tatsache, dass die Pistole unter dem Kissen aufbewahrt wurde, dass die Ehefrau sie unter dem Kissen hervorholte und dabei aus Versehen ein Schuss losging und dass der Schuss ihren Ehemann tödlich in den Kopf traf, all diese Faktoren müssen wir ganz genau betrachten, denn sie sind sehr ungewöhnlich. Das ist keine gewöhnliche Abfolge von Ereignissen. Einige Stunden nach dem Tod von Russ Steger geht Inspektor Rick Buchanan zum Tatort, um ein paar Routinefragen zu stellen. Als er dort eintrifft, entfernt Barbaras Vater gerade die blutigen Bettlaken, das Kissen und die Tagesdecke. Da der Tod als Unfall angesehen wird, zieht man das Bettzeug nicht als Beweismittel in Betracht. Dann unterhält sich Buchanan mit Barbara Steger.
Sie war etwas zurückhaltend und sicher nicht allzu freundlich. Sie ist doch nicht gerade in herzzerreißendes Schluchzen ausgebrochen. Sie zeigte mir das Schlafzimmer. Es war mittlerweile gereinigt. Die Bettwäsche war beseitigt worden und das Bett war gemacht, wie an einem ganz gewöhnlichen Tag. Barbara Steger wiederholt ihre Darstellung über den Tod ihres Mannes. Sie erklärt, dass die Pistole versehentlich losging, als sie sie unter dem Kissen hervorholte. Sie erzählt Buchanan, dass sie mit Russ 9 Jahre lang glücklich verheiratet gewesen sei. Something wasn't right. Irgendetwas stimmte da nicht, aber ich wusste nicht was. Ich hatte keinen Beweis dafür, dass es etwas anderes war als eben ein Schießunfall. Die Nachricht über Russ Stegers Tod beunruhigt besonders seine erste Frau Jo Lynn. Meine Mutter erzählte mir, dass er versehentlich von seiner Frau erschossen wurde. Doch meine Reaktion war, das kann kein Unfall gewesen sein. Und ich erinnere mich an die Antwort meines Vaters. Er sagte, dass ich es zwar vermuten, aber nicht wissen könnte. Darauf antwortete ich, nein, ich weiß es, es war kein Unfall. Jo Lynn schreibt der Polizei einen Brief, weil Russ ihr vieles anvertraut hat. Russ erzählte ihr, dass Barbara große Summen von ihrem gemeinsamen Bankkonto abgehoben hat. Er vermutete auch, dass sie Affären mit anderen Männern hat. Einmal hat er sie sogar mit einem anderen Mann gesehen. Die Ermittler nehmen Barbaras Vergangenheit unter die Lupe. Sie haben erhebliche Zweifel an ihrer Darstellung. Ihr erster Ehemann war schon mit einer 25mm Pistole im Bett getötet worden. Wir hatten es also mit einer Frau zu tun, deren beide Ehemänner mit einer 25mm Pistole im Bett getötet wurden. Und sie ist in beiden Fällen dabei gewesen. Beide Todesfälle wurden zu Unfällen erklärt. Deshalb haben wir uns das Ganze näher angesehen. Immediately we began looking at this closely. Sie untersuchen noch einmal die Akten über den Tod von Barbaras erstem Ehemann. Aber sie können nichts finden, was gegen einen Unfall sprechen würde. Larry Fords Familie kämpft zwar darum, dass der Fall als potenzieller Mord untersucht wird, doch die gerichtliche Entscheidung wird nicht mehr geändert. Barbara erbt das gesamte Vermögen von Larry Ford. Zweifel bleiben. Nun haben es die Beamten mit einem weiteren merkwürdigen Todesfall zu tun und nicht nur sie haben noch eine Menge Fragen. Ich war verzweifelt auf der Suche nach der Wahrheit. Ich wollte eine ausgiebige Untersuchung. Wenn es ein Unfall war, gut. Aber wenn es, wie ich vermutete, kein Unfall war, dann wollte ich das ans Tageslicht bringen. 90% unserer Arbeit beruhen auf gesundem Menschenverstand. Der Rest ist Gesetz. Wenn etwas wie eine Ente aussieht, wie eine Ente geht und quakt, dann ist es eben eine Ente. Könnte es also sein, dass Barbara Steger nicht die trauernde Witwe ist, sondern eine Serienmörderin? Die Untersuchung wird ein Fall für die Wissenschaft. Der Fall liegt 10 Jahre zurück. Doch Larry Fords Tod wird immer rätselhafter. Offiziell wurde sein Tod zu einem Unfall erklärt und eigentlich wäre der Fall schon längst vergessen. Nur Russ Steger, Barbaras zweiter Ehemann, dachte offensichtlich noch an diesen Fall, kurz vor seinem eigenen Tod. Denn er teilte seiner Ex-Frau Jo Lynn mit, dass er um sein Leben fürchtete. Er wusste, dass ihr erster Ehemann unter mysteriösen Umständen gestorben war. Also brauchte er nur eins und eins zusammenzuzählen. Er meinte allerdings auch, er hätte Wahnvorstellungen. Er benutzte dieses Wort sehr häufig. Wahrscheinlich bin ich nur paranoid. Barbara Steger sagt aus, dass der Schuss losging, als sie die Pistole unter dem Kissen hervorholte. Aber sie sagt auch, sie habe die Pistole versehentlich am Abzug berührt, bevor sich der Schuss löste. Wie
Wie wahrscheinlich Barbaras Darstellung ist, lässt sich anhand von Schussuntersuchungen nachprüfen. Die Betätigung des Abzuges aus Versehen ist bei den gängigen Straftäterwaffen eigentlich eher unrealistisch. Denn ein vorgespannter Revolver hat immer noch einen Abzugswiderstand von etwa 1200 Gramm. Eher passieren kann sowas natürlich bei Sportpistolen, weil die Abzüge da häufig sehr leicht eingestellt sind. Oder bei Jagdwaffen, wenn der Abzug erheblich unter 1000 Gramm eingestellt ist, über den Stecher, dann kann es schon mal zu einer unbeabsichtigten Schussabgabe kommen. Im Landeskriminalamt Niedersachsen lässt sich exakt die Kraft messen, die man benötigt, um eine Waffe abzufeuern. Dazu spannt Klaus Zimmermann jede beliebige Waffe in eine Apparatur ein, die den Abzug automatisch auslöst. Die Daten werden auf einen Computer übertragen. Die benötigte Kraft liegt meistens deutlich über einem Kilogramm. Die Pistole im Fall Steger hat sogar einen Abzug von 2 Kilo. Bei der Autopsie entdecken die Gerichtsmediziner eine weitere Unstimmigkeit zu Barbaras Aussage. Die tödliche Kugel trifft Russ Steger nicht, als sie die Pistole unter dem Kissen hervorzieht, sondern wird von oben nach unten zeigend abgefeuert. Dr. Christian Schümer arbeitet am Rechtsmedizinischen Institut in Homburg. Bei Hunderten von Autopsien pro Jahr sind auch Kopfschussverletzungen keine Seltenheit. Entsprechend umfangreich sind Schümers Erfahrungen. Der Einschusswinkel wird üblicherweise über die Schusskanalrekonstruktion im Körper am präzisesten ermittelt. Sie kennen das alte Verfahren, in dem Sonden dann in den Schusskanal eingelegt werden. Die können dann fotografisch in allen Raumrichtungen fotografiert werden, sodass man später dann simulieren kann, wie der Tatablauf war, wie die Schüsse auf den Körper des Getroffenen aufgeprallt und sind und ihn durchdrungen haben. Und noch ein weiteres Indiz ist sonderbar. Die Patronenhülse wurde nahe bei Russ Stegers Kopf gefunden. Der Waffenexperte Eugene Bishop findet aber heraus, dass die Hülsen zur rechten Seite herausgeschleudert wurden. Wenn Barbaras Version der Geschichte stimmt, müsste man die Patronenhülse also ungefähr in der Mitte des Bettes finden. Was Ihre Geschichte betrifft, kann ich nur sagen, mit meinen Befunden stimmt sie nicht überein. Wenn man sich die Bilder des Tatorts und die Lage der Patronenhülse ansieht, wird klar, dass Barbara Steger nicht aus der von ihr geschilderten Position geschossen haben kann. Bei einem Schuss werden Staub, Öl und Schießpulver aus dem Lauf ausgestoßen. Dieser Schmauch, diese Gase treten nach dem Geschoss aus dem Lauf aus und verteilen sich dann. Sicher nachweisbar sind diese Spuren in Bereichen bis zu 1 Meter, 1,20 Meter. Wenn der Schuss also direkt am Kopf des Toten losgegangen war, wären dort Schmauchspuren entstanden. Genauso wie auf der Bettwäsche. Barbaras Vater hat die Laken zwar sofort nach dem Unfall waschen lassen, aber selbst dann kann man Pulverrückstände noch nachweisen. Seltsamerweise findet man an diesem Laken aber keinerlei Schmauchspuren. Nach all diesen Widersprüchen bittet Rick Buchanan Barbara Steger, selbst vorzuführen, was genau an diesem Morgen geschah. Die Nachstellung wird auf Video aufgezeichnet. Barbara Steger stellt ihre Version der Geschichte nach. Ein Beamter spielt die Rolle des Toten. Und sogleich fallen auch Barbara selbst Unstimmigkeiten auf. Sie versucht also den Körper so hinzulegen, dass die Lage zu ihrer Geschichte passt, aber sie schafft es nicht. Sie ist eine verlogene Schlampe. Das habe ich wahrscheinlich auch genauso gesagt, als ich mir das Video immer und immer wieder anschaute. Es gab keinen Zweifel daran, dass sie absichtlich geschossen und Russ Steger getötet hat. Überhaupt keinen Zweifel. No doubt.
Die Polizei bezweifelt auch, dass ein Soldat der US-Nationalgarde, der an Waffen ausgebildet ist, eine Pistole unter sein Kopfkissen legt, geladen und ungesichert. Immer mehr Hinweise stellen die Behauptung in Frage, dass Russ Degers Tod ein Unfall gewesen war. Schließlich findet die Polizei heraus, dass Barbara sehr viel Geld ausgab und das Paar hoch verschuldet war. Irgendwann musste Barbara dann einen Kredit aufnehmen. Den konnte sie aber nicht zurückzahlen und fragte bei einer zweiten Bank schließlich nach noch einem Kredit, um damit das erste Darlehen abzubezahlen. Bei diesem zweiten Kredit konnte sie die Dokumente mit nach Hause nehmen, um sie auch von ihrem Mann unterschreiben zu lassen. Die Staatsanwaltschaft wendet sich an einen weiteren wissenschaftlichen Experten. Der Dokumentenprüfer Dervid Metheny vergleicht verschiedene Unterschriften von Russ Steger, zum Beispiel die auf dem zweiten Bankdarlehen und die in seinem Testament, das seltsamerweise kurz vor seinem Tod noch überarbeitet wurde. Ich bekam das Testament, einige Schecks und andere Dokumente, die alle mit dem Namen Russell Steger unterschrieben waren. Aber das war nicht seine Unterschrift. Auch unter dem Testament war die Unterschrift gefälscht worden. Wenn nicht Russell Steger diese Dokumente unterschrieben hatte, wer dann? Mit einigen dieser gefälschten Schecks wurde Geld auf Barbara Stegers Privatkonto überwiesen. All diese finanziellen Hinweise zeigten uns, dass Barbara hoch verschuldet war und Russ davon nichts wusste. Die Begünstigte der ebenfalls gefälschten Lebensversicherung in Höhe von $170.000 war keine andere als seine Frau Barbara Steger. Der letzte Beweis in diesem Fall kommt aus einer sehr überraschenden Quelle, von dem Toten selbst. Als einer von Russ' Schülern dessen Schließfach in der Turnhalle der Durham High School ausräumt, findet er eine Kassette. Die Stimme darauf erkennt er sofort. This is Russ Steger. This is January 29, 1988, 10 minutes of 2. Die Kassette wurde genau 3 Tage vor Russ Stegers Tod aufgenommen. Darauf äußert er seine Befürchtung, dass seine Frau Barbara plane, ihn zu ermorden. Er glaubt auch nicht an den angeblichen Unfalltod ihres ersten Mannes. Was ich auf dieser Kassette hörte, klang so echt. So etwas habe ich bisher noch nie in einer Strafsache erlebt, denn normalerweise hat das Opfer keine eigene Stimme im Gerichtssaal. In diesem Fall ist das anders. Das Opfer hat eine Stimme. Es erzählt uns alles quasi selbst, seine Gefühle, seine Erlebnisse und Sorgen. Und das kurz vor seiner Hinrichtung, sozusagen. Die Staatsanwaltschaft hat, was sie braucht, ein Motiv und ausreichende Beweise. Barbara Steger wird wegen Mordes verhaftet. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass Barbara den Mord an ihrem Mann lange im Voraus geplant hat. Aus den Tonbandaufzeichnungen von Russ Steger geht hervor, dass sie ihn offenbar zunächst vergiften wollte. Die Pillen gibt sie als Aspirin aus. Doch Russ weigert sich, die Pillen zu nehmen. Deshalb greift sie zur Pistole. Kurz vor Morgendämmerung nimmt Barbara Steger die 25mm Pistole aus der Schublade einer Kommode, geht zu ihrem schlafenden Ehemann und schießt ihm in den Hinterkopf. Die Kugel dringt von oben in seinen Kopf ein. Die Waffe hält sie so weit entfernt, dass keine Schießpulverflecken auf dem Bettzeug zurückbleiben können. Um den Tatort zu präparieren, legt Barbara die Patronenhülse direkt neben den Kopf ihres Mannes. Das ist ein Fehler. Denn wenn die Pistole unbeabsichtigt losgegangen ist, als Barbara sie unter dem Kopfkissen hervorholt, dann müsste die Patronenhülse nach rechts geschleudert worden sein, Richtung Fußende. Der Schusswinkel, die Lage der Patronenhülse, die fehlenden Schießpulverflecken, das gefälschte Testament, die gefälschte Lebensversicherung und vor allem Russ Stegers Vorhersage von seiner eigenen Ermordung auf Kassette liefern den Geschworenen einen bestechend einfachen Fall.
Barbara Steger wird des Mordes schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Nach einer Revision wird ihre Strafe zu lebenslanger Haft umgewandelt. Schusstodesfälle in Deutschland stellen ein vergleichsweise geringes Kontingent an Untersuchungen dar. Das hängt einfach mit unserer restriktiven Waffengesetzgebung zusammen. In ganz seltenen Fällen, die natürlich immer etwas spektakulär sind, handelt es sich tatsächlich um Tötungsdelikte. Aber wir sind zuversichtlich, das rauszukriegen. Ohne gerichtsmedizinische Untersuchungen hätte der Justizapparat nur Theorien und Spekulationen gehabt. Zu einer strafrechtlichen Verfolgung reicht das aber nicht aus. Hier kann nur die Gerichtsmedizin die notwendigen Beweise liefern. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass Barbara Steger auch für den Tod ihres ersten Mannes verantwortlich ist. Da sie aber ohnehin ein Leben lang im Gefängnis bleiben wird, hält man eine weitere strafrechtliche Verfolgung nicht mehr für nötig. Hallo? Wer ist da? Dezember 1994. Joanne Katrinek erzählt ihren Freunden von einem anonymen Anruf, der sie sehr beunruhigt. Rufen Sie nicht mehr hier an! Drei Tage später verschwinden Joanne Katrinek und ihr vierjähriger Sohn Alex spurlos. Die Auswertung der Telefonverbindungen bringen keinen Hinweis auf den Anrufer. Doch die Ermittler vermuten, dass das Rätsel des Verschwindens etwas mit dem anonymen Anruf zu tun hat. Joanne Katrinek ist eine junge, attraktive Frau, gute Studentin und hervorragende Athletin, die auf eine Karriere in der Modebranche hofft. Ihre Familie und Freunde kennen sie als fröhliche und optimistische Person. Eigenschaften, die auf die Probe gestellt werden, als ihre erste Ehe in einer schmerzhaften Scheidung endet. Im Jahr 1992 lernt sie Andrew Katrinek kennen. Der 38-jährige Bauunternehmer ist 14 Jahre älter als Joanne. Trotz des Altersunterschiedes verstehen sich beide auf Anhieb hervorragend. Schon nach kurzer Zeit heiraten die beiden und ziehen in Andrews Haus nach Catasauqua, Pennsylvania. Nur 15 Monate später bringt Joanne einen gesunden Sohn namens Alex zur Welt. Am 15. Dezember 1994 ruft Joanne Katrinek um 13.15 Uhr ihre Schwiegermutter an. Sie wollen Weihnachtseinkäufe machen und Joanne teilt ihr mit, dass sie nun abholen komme. Ich bin in 15 Minuten da. Doch Joanne und ihr Baby kommen nie an. Andrew Katrinek kommt gegen 18.30 Uhr von der Arbeit nach Hause und ist überrascht, dass er Frau und Sohn nicht zu Hause vorfindet. Die Windeltasche des Babys, Joannes Handtasche und ihr Wintermantel fehlen. Ansonsten ist alles normal. Weder Geld noch irgendwelche Wertgegenstände sind verschwunden. Aber Andrew bemerkt etwas anderes. Ein herausgebrochenes Scharnier an der Kellertür und ein zerschnittenes Telefonkabel. Andrew vermutete, dass etwas passiert sein musste. Zuerst kommt Joanne nicht bei ihrer Schwiegermutter an und dann macht er diese beiden Entdeckungen. Er ahnte schon, dass hier etwas Schreckliches passiert sein musste. 4 Stunden später, um 22.30 Uhr, ruft Andrew Katrinek die Polizei an und meldet Frau und Sohn vermisst. Verwandte von Joanne finden ihr Auto auf dem Parkplatz einer Bar und nicht wie üblich in der Gasse hinter ihrem Haus. Der Wagen ist zwar verschlossen, die Schlüssel befinden sich jedoch im Auto. Die Pedale sind mit Schlamm bedeckt, der für geologische Untersuchungen entnommen wird. Ich bin unter jeden Reifen gekrochen und habe den Dreck darunter aufgesammelt, in der Hoffnung, er lässt sich einem bestimmten Gebiet zuordnen. Das Auto war nicht auf seinem üblichen Parkplatz hinter dem Haus abgestellt, sondern auf einem Parkplatz ein Stück die Straße runter. Und nach der Aussage von Mr. Katrinek war es mehrere Stunden lang verschwunden. So versuchten wir, alles aufzusammeln, was uns eventuell hätte weiterführen können.
Auf der linken Kopfstütze befinden sich mehrere lange blonde Haare, die nicht von der brünetten Joanne stammen. An den Haarenden entdecken die Beamten unter dem Mikroskop Spuren von getrocknetem Blut. DNA-Tests belegen, dass das Blut entweder von Joanne Katrinek oder von ihrem Sohn Alex ist. Die Ermittler überprüfen auch Andrews Alibi. Er sagt aus, den ganzen Tag auf einer Baustelle gearbeitet zu haben. Er ist der Letzte, der sie lebend gesehen hat. Die meisten Gewaltverbrechen werden von Personen verübt, die dem Opfer nahestehen. Deshalb darf man nicht jemanden, der behauptet hat, nicht da gewesen zu sein, gleich von der Liste der Verdächtigen streichen. Die Polizei meinte, er müsste einfach etwas mit dem Verschwinden zu tun haben. Später dann nahm sie an, dass sie wahrscheinlich mit jemand anderem durchgebrannt war. Also wirklich, in einer Million Jahren läuft Joanne nicht weg. Ich war wirklich sauer auf die Polizei, dass sie Andrew verdächtigten. Tage und Wochen vergehen. Und als auch die Banken melden, dass Joannes Kreditkarten seither nicht mehr benutzt werden, steht nahezu fest, dass Joanne und Alex Opfer eines Gewaltverbrechens sind. Es vergehen Weihnachten und Neujahr. Doch von der 26-jährigen Joanne Katrinek und ihrem kleinen Sohn Alex gibt es immer noch keine Spur. Die Katrineks leben an einer stark befahrenen Straße gegenüber einer Bar. Die Nachbarn sagen aus, dass sie am Tag ihres Verschwindens nichts Verdächtiges bemerkt haben. Die Polizei ist aber skeptisch, dass Joanne und ihr Baby am helllichten Tag entführt wurden. Vielleicht ist sie doch einfach abgehauen. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass jemand ein Kind und seine Mutter in einer verkehrsreichen Straße und dazu noch am helllichten Tag entführt, ohne dass irgendjemand etwas bemerkt. Das ist zu seltsam und sehr unwahrscheinlich. Doch 4 Monate nach der Vermisstenmeldung bewahrheiten sich die schlimmsten Befürchtungen der Polizei. Auf einem abgelegenen Stück Acker bemerkt ein Farmer etwas, das zuerst wie ein Kleiderbündel aussieht. Doch der zweite Blick offenbart den stark verwesten Körper einer Frau. Sie liegt auf dem Rücken mit einem Baby auf der Brust. Etwa 12 Meter entfernt liegt eine Babyrassel in Form eines Telefonhörers. Es ist das Lieblingsspielzeug von Alex Katrinek. Von diesem Zeitpunkt an veränderte sich unser Leben. Nichts hat uns härter getroffen als der Fund ihrer Leichen. Die 4 Monate, in denen sie vermisst wurden, war die schlimmste Zeit in meinem Leben, in unser aller Leben. Neben den Körpern liegt eine Milchflasche und die Windeltasche, an der 2 lange blonde Haare hängen. Wenn den Leichen gefunden wird, scheint Diebstahl nicht das Tatmotiv zu sein. Die Autopsie enthüllt, dass Joanne Katrinek aus kürzester Entfernung mit einer Pistole ins Gesicht geschossen wurde. Sie wurde offensichtlich auch geschlagen. Sie hatte nur eine Schusswunde im Gesicht, aber ungefähr 19 Schlagmale am Kopf. Also vermuten wir, dass die Waffe womöglich geklemmt hat und der Täter zu einem stumpfen Gegenstand griff und damit auf ihren Kopf einschlug. Nicht sicher sind sich die Rechtsmediziner, ob der kleine Alex erstickt wurde oder an Unterkühlung starb. Ich sehe noch heute vor mir, wie das Baby vom Bauch der Mutter genommen wurde. Es hat uns das Herz zerrissen und mir standen die Tränen in den Augen. Und es war sofort klar, dass die Behörden alles unternehmen, um den Fall zu lösen. Wir haben schon damit gerechnet, dass wir ihre Körper eines Tages finden werden. Aber man denkt nicht daran, bis es wirklich passiert. Und das Schlimmste an allem ist, das Baby in diesem entsetzlichen Zustand zu sehen. Wir haben schon so viel Schönes über Alex Katrinek gehört. Und dann müssen wir ihn da liegen sehen, 4 Monate lang schon tot. Schrecklich, so etwas zu erleben. Es ist
Die Körper werden in einer sehr abgelegenen Gegend gefunden, circa 15 Meilen vom Haus der Katrinecks entfernt. Diese Tatsache verrät den Ermittlern etwas Wichtiges über den Mörder. Die Opfer lagen auf einem Weg. Nachdem wir den Tatort gründlich untersucht hatten, kam uns der Gedanke, dass die Person, die Joanne und Alex Katrinec getötet hat, schon vorher in dieser Gegend gewesen sein musste und diesen Weg kannte. Die Wege werden häufig von Reitern benutzt. Andrew Katrinec erzählt der Polizei, dass eine seiner Ex-Freundinnen früher einen Pferdestall namens Silver Shadow Farm betrieb, nur etwa eine Meile vom Fundort entfernt. Ihr Name ist Patricia Rohrer. Andrew hat in den 80er Jahren mit ihr zusammengelebt und später noch einmal für kurze Zeit. Als sie sich trennten, zog Patricia Rohrer nach North Carolina. Dort lebt sie seitdem und hat ein Kind von einem anderen Mann. Als die Polizeibeamten Patricia in ihrem Haus in North Carolina befragen, fällt ihnen sofort auf, dass die Frau brünett und nicht blond ist. Are you Patricia Rohrer? Yes, I am. We're from the Pennsylvania State Police. Rora sagt aus, dass sie am Tage des Verschwindens von Joanne zu Hause in North Carolina gewesen sei, also 500 Meilen von Pennsylvania entfernt. Dafür gebe es Zeugen. I usually go to the Cowboys nightclub Friday nights. All right, thanks for your time. Thank you. Ich glaube, sie gab uns 4 oder 5 Alibis. Mal war sie in einem Privatclub, mal unterwegs, um Futter für die Pferde zu kaufen. Und mal war sie in einem Sonnenstudio. Und dann hat Andrew Katrinec noch eine Überraschung für die Ermittler. Er erinnert sich, dass Patricia Rohrer nur 3 Tage vor dem Verschwinden seiner Familie bei ihm angerufen hat. Hello? Joanne geht ans Telefon. Als Patricia Rohrer ihren Namen nennt, fangen die beiden an zu streiten. Andy hat dir untersagt anzurufen. Wir haben jetzt ein Baby und sind glücklich miteinander. Lass uns in Ruhe und hör auf anzurufen. Patricia Rohrer leugnet, angerufen zu haben. Die Aufzeichnungen über ihre Telefonverbindungen widerlegen ihre Behauptung nicht. Die Ermittler stecken in einer Sackgasse. Mit brünetten Haaren, einem Alibi und dem fehlenden Nachweis des Anrufs kommt Patricia Rohrer nicht als Täterin in Frage. Die Untersuchungsbeamten wollen ganz genau wissen, wann Joanne und Alex Katrinec ermordet wurden. Zwar hat man ihre Körper 4 Monate nach dem Verschwinden gefunden, was aber nicht erklärt, wie lange sie schon auf diesem Feld lagen. Auf den Leichen findet die Polizei Insekten. Sie bittet den Entomologen Kee-Chung Kim von der Pennsylvania State University, sich die Tiere auf den Leichen genauer anzuschauen. Sie sollen Hinweise auf den exakten Zeitpunkt des Todes liefern. Dieser Fall war ziemlich kompliziert, weil wir 2 Körper, 2 Opfer hatten. Und nur ein Körper lag direkt auf dem kalten Winterboden. Der andere lag oben auf. Daher waren auch die Insekten unterschiedlich, die die beiden Körper befallen hatten. Für den deutschen Entomologen Dr. Mark Benecke ist neben den Lagebedingungen der Leichen aber noch ein weiterer Aspekt für die unterschiedliche Insektenbesiedlung von Bedeutung. Es kommt gar nicht so selten vor, dass 2 Leichen, die nebeneinander liegen, verschieden verletzt sind. Die Leiche, die stärker verletzt ist mit einer wirklichen Eröffnung des Gewebes, wird in der Regel wesentlich schneller besiedelt. Und wenn man sich vorstellt, dass die Insekten, die sich auf der Leiche entwickeln, ja schon direkt auch die nächste Generation, zum Beispiel von Schmeißfliegen, wieder in Gang setzen, kann die Zersetzung exponentiell schneller erfolgen als die Leiche, die langsamer zersetzt worden ist. Hier kann die Beibringung der Wunden also zu erheblichen Unterschieden führen, obwohl beide Personen zur selben Zeit abgelegt wurden. Zuerst findet Dr. Kim die harten Flügel einer Kalifora livida, die hier 150-fach vergrößert gezeigt wird. Diese Schmeißfliegenart hat auf den Leichen ihren letzten Entwicklungsstand erreicht. Dr. Kim findet noch eine weitere Spezies, die Cynomyopsis cadaverina, die gerade in ihr drittes und somit letztes Entwicklungsstadium übergegangen war. Diese beiden Befunde verraten, dass die Körper seit mindestens 51 Tagen auf dem Feld lagen, also seit Anfang Februar.
Und als Dr. Kim die örtlichen Wetterdaten betrachtet, erhält er eine weitere wichtige Information. Zwischen dem 21. und 28. Dezember war es mit bis zu 10 Grad Celsius ungewöhnlich warm. Das wiederum sind ideale Wetterbedingungen für die beiden Fliegenarten, um sich zu paaren und Eier zu legen. Die Umweltbedingungen bestimmen die Besiedlung und Zersetzung der Laiche. Je feuchter es ist und je wärmer es ist, umso schneller läuft die Zersetzung ab und umso einfacher ist es vor allen Dingen auch für Maden, also für Schmeißfliegenlarven, diese Zersetzung zu bewirken. Die Untersuchungsbeamten wissen jetzt, dass die Körper nicht erst seit kurzem auf dem Feld lagen, sondern mindestens seit Februar, möglicherweise sogar schon seit Dezember. Aus den Telefonen leitet ab, eine Pistole zu besitzen, was sich nach einer Hausdurchsuchung auch bewahrheitet. Doch ein Ex-Freund widerspricht. Er berichtet der Polizei, dass Patricia sehr wohl eine Pistole besitze, die genauso aussehe wie diese. Es ist eine verchromte, halbautomatische Waffe mit einem einzigartigen Merkmal. Das Ungewöhnliche ist, dass die Waffe nach dem ersten Schuss klemmt, sodass kein weiterer Schuss mehr abgefeuert werden kann. Das hat natürlich unsere Aufmerksamkeit geweckt. Kopfzerbrechen bereiten der Polizei weiterhin die blonden Haare vom Tatort und aus dem Auto des Opfers. Denn Patricia Rohrer ist brünett. Sie sah den Haftbefehl und wusste, dass wir nach blonden Haaren suchten. Sie saß da und fragte, wer hat hier blonde Haare? Ich nicht. Eines Tages saßen wir im Büro und überlegten, wie wir herausfinden können, welche Farbe Patricia Rohrers Haare zum Zeitpunkt des Mordes hatten. Die einzige Möglichkeit bestand darin, uns ein Bild von ihr zu besorgen, das um den Zeitpunkt des Mordes aufgenommen worden war. Nach kurzer Recherche findet die Polizei heraus, dass Patricia Rohrer im Dezember 1994 an einem Reitturnier in Guthrie, Oklahoma teilgenommen und einen Preis gewonnen hat. Das Bild der Gewinner dieses Tages zeigt Patricia Rohrer mit gebleichten, blonden Haaren. Das Foto wurde nur 11 Tage vor dem Verschwinden von Joanne und Alex Katrinek aufgenommen. Doch die Staatsanwaltschaft benötigt mehr als nur ein Foto. Sie muss 100% sicher sein, dass das blonde Haar vom Tatort von Patricia Rohrer stammt. Die blonden Haare, die auf der Windeltasche am Tatort und im Auto gefunden werden, beinhalten nicht mehr genügend Zellkernmaterial für einen herkömmlichen DNA-Test. Die Hoffnung der Untersuchungsbeamten ist ein DNA-Test, der bis dahin in Pennsylvania noch nicht als Beweismittel angeführt wurde. DNA-Experte Dr. Carsten Hohoff weiß, dass besonders bei Haaren die Mitochondrien-DNA-Analyse angewendet wird. In den ausgefallenen Haaren oder Haarschäften haben wir keine intakten Zellkerne mehr vorliegen, sondern im Reifungsprozess dieser Haare sind die Zellkerne zerstört worden. Was aber noch in den Haaren vorhanden ist, das sind die Mitochondrien mit der mitochondrialen DNA, sodass es deutlich wahrscheinlicher ist, in Haaren eine erfolgreiche mitochondriale DNA-Untersuchung durchzuführen. Die Zellkerne für den herkömmlichen DNA-Test befinden sich ausreichend in Körperflüssigkeiten und Geweben. Außerhalb des Zellkerns befinden sich die Mitochondrien, die ebenfalls DNA besitzen. Sie liefern zwar nicht so detaillierte Informationen, sind dafür aber zahlreicher vorhanden. Bei der Kern-DNA untersuchen wir bestimmte Abschnitte, die in unterschiedlichen Individuen eine unterschiedliche Länge aufweisen, während wir bei der mitochondriellen DNA Abschnitte auswählen, an denen es Sequenzunterschiede zwischen Individuen gibt. Das heißt, unterschiedliche Menschen haben eine unterschiedliche Abfolge der DNA-Bausteine in ihrer mitochondrialen DNA. Zunächst reinigen die Wissenschaftler die Haare und fügen dann ein Enzym hinzu, das alles beseitigt, nur die zu untersuchenden Zellen nicht. In diesem Gel befindet sich die DNA des Mörders. Zur Identifizierung der DNA-Bausteine wird ein sogenannter PCR-Test durchgeführt. Die PCR-Technologie bietet besondere Vorteile bei Vorhandensein von minimalsten DNA-Spuren, weil sie in der Lage ist, diese minimalen DNA-Mengen zu vervielfältigen und somit erst eine Analyse zugänglich zu machen. Das Ergebnis zeigt, die Mitochondrien-DNA des blonden Haares stimmt mit der von Patricia Rohrer überein.
Das beweist den Staatsanwälten, dass Patricia Rohrer in Joanne Katrineks Auto und am Tatort gewesen ist. Die Verdächtige wird festgenommen. Tu, was ich dir sage und sei still. Patricia Rohrer zwingt Joanne mit Waffengewalt in ihr Auto und fährt zu dem abgelegenen Acker. Rohrer kennt sich durch die Ausritte in dieser Gegend gut aus. Patricia Rohrer feuert einen Schuss auf Joanne Katrineck ab. Als die Pistole klemmt, schlägt sie auf Joanne ein. Das Baby lässt sie auf der Brust der Mutter zurück. Die Mordwaffe wird zwar nicht gefunden, dafür hinterlässt die Mörderin aber blonde Haare am Tatort und in Joannes Auto, bedeckt mit dem Blut des Opfers. Die geologische Untersuchung der Erde in Joannes Auto ergibt, dass sie nicht vom Tatort stammt. In der Verhandlung argumentiert Patricia Rohrers Verteidiger, dass eine angebliche Auseinandersetzung kein glaubwürdiges Tatmotiv sei. Der Verteidiger sagte, ich bitte Sie, das ist doch kein Motiv. Kein normaler Mensch würde so etwas tun. Und er hatte recht. Normale Menschen verhalten sich nicht so. Aber diese Person war nicht normal. Nach zweistündiger Beratung befinden die Geschworenen Patricia Rohrer für schuldig und verurteilen sie zu lebenslanger Gefängnisstrafe. Es ist der erste Fall in Pennsylvania und der dritte in den gesamten Vereinigten Staaten, in dem ein Urteil gefällt wird, gestützt auf einen wissenschaftlichen Mitochondrien-DNA-Test. Dies ist der Fall einer klassischen Dreiecksbeziehung mit Ehemann, Ehefrau und Liebhaberin. Einer der drei stirbt, angeblich durch einen Unfall. Eine kriminalistische Computeranalyse deckt Bilder und E-Mails auf, die viel enthüllen und selbst eine Amtsrichterin in Verdacht bringen. Detroit ist weltweit als Autostadt bekannt. Ford und Chrysler haben hier ihren Hauptsitz. Im Westen von Detroit befindet sich die Universität des Staates Michigan mit fast 40.000 Studenten. Im Jahr 1990 studiert an dieser Universität auch Michael Fletcher, genannt Mick. Er will Anwalt werden. Während einer Uni-Veranstaltung lernt Mick Leanne Meisner kennen. Sie studiert nicht, sondern arbeitet im Vertrieb einer Firma. Für beide ist es Liebe auf den ersten Blick. Von nun an sind sie unzertrennlich. Mick und Leanne heiraten drei Jahre später, im September 1993. Die frisch Vermählten ziehen nach Hazel Park, einem Arbeitervorort im Norden von Detroit. In der Hazelwood Avenue kauft das Paar ein Haus. Während Mick studiert, arbeitet Leanne für den gemeinsamen Lebensunterhalt. Schon bald bekommen sie eine Tochter, Hannah. Das Kind ist das Ein und Alles der jungen Familie. Leanne geht ganz in ihrer Mutterrolle auf und kleidet Hannah wie eine Puppe. Die Fletchers scheinen ein glückliches Leben zu führen. Be careful. 1999 ist Mick ein Strafverteidiger mit besten Karriereaussichten. Er arbeitet hart, um seine eigene Kanzlei aufzubauen. Am 12. August 1999 gibt es mehr gute Neuigkeiten für das Paar. Leanne ist zum zweiten Mal schwanger. Mick ist sehr glücklich über diese Neuigkeit und schreibt ihr einen Brief. Leanne, vielleicht sage ich es dir zu selten, aber du bedeutest alles für mich. Ich liebe dich so sehr, Liebling, dass es egal ist, ob es ein Mädchen oder Junge wird. Solange es ein Teil von dir ist, wird es wunderschön. Ich liebe dich, Mick. An diesem Sonntag feiert das Paar sein Glück mit Leannes Eltern. Mick fragt seine Schwiegereltern, ob sie Tochter Hannah am nächsten Tag betreuen können.
Er fragte, ob wir uns wohl eine Stunde um sie kümmern könnten. Ich fragte nur eine Stunde. Ja, wir wollen zum Schießstand. Mick hält es aus Sicherheitsgründen für richtig, eine Waffe im Haus zu haben. Er will, dass Lien lernt, damit umzugehen. Nachdem sie den Schießstand verlassen, beschließen die beiden noch etwas Zeit zu zweit zu verbringen, bevor sie ihre Tochter holen. Doch kurz nachdem sie zu Hause ankommen, ruft Mick verzweifelt die Polizei an. Aufgelöst erzählt er, dass sich Lien in den Kopf geschossen habe. Die Hazel Park Polizei findet Lien tot auf dem Schlafzimmerboden. Sie ist von der Taille abwärts nackt. An ihrem rechten Ohr befindet sich ein Einschussloch. Mick erzählt der Polizei, dass er und Lien auf dem Bett saßen und zusammen die Smith & Wesson Pistole luden, die sie vorher auf dem Schießstand benutzt hatten. Er hatte Schwierigkeiten, das zweite Magazin zu laden und gab es Lien, damit sie ihm half. Er legte die Waffe in den Pistolenkasten am Ende des Bettes, stand auf und ging ins Badezimmer, um sich die Hände zu waschen. Dann hörte er den Schuss. Er rannte aus dem Badezimmer und sah seine Frau auf dem Boden liegen. Oh mein Gott, Lien! Lien! Das Letzte, was ich je erleben wollte, ist, eines meiner Kinder zu beerdigen. Sie war noch so jung, so hübsch. Das ist nicht fair. Not fair. Auf den ersten Blick scheint es ein Unfall zu sein. Dennoch beschließt die Polizei, sich den Hergang des Unfalls etwas genauer anzuschauen. Als erstes will die Polizei die Möglichkeit eines Selbstmordes ausschließen. Vielleicht hatte die Schwangerschaft bei ihr schwere Depressionen verursacht. Sie hat sich so gefreut. Lien hätte nie im Leben an Selbstmord gedacht. Nicht in einer Million Jahren. Mick Fletcher erzählt der Polizei, dass seine Frau sich im Schlafzimmer versehentlich erschossen hat, und zwar als sie versuchte, die Pistole zu laden, kurz nach der Rückkehr vom Schießstand. Liens Mutter findet es verdächtig, dass ein versehentlicher Schuss direkt in den Kopf trifft. Wenn es ein Unfall gewesen wäre, dann hätte sie sich in die Hand, in den Arm, in den Fuß oder in die Wand geschossen, aber nicht in den Kopf. Die Polizei findet Blutflecken auf dem Teppich unter Liens Körper, unter der Waffe und dem Magazin. Und auch an dem Computertisch neben dem Bett befinden sich Blutspuren. Einen weiteren Hinweis auf das Geschehen liefern Blutflecken auf der Tagesdecke. Der Rechtsmediziner Dr. Lubisa Dragovic führt Liens Autopsie durch. In der Schusswunde finden sich keine Spuren.